Unsere Viktoria trifft heute auf den FC Ingolstadt hier im Sportpark Höhenberg. Mein Name ist Hendrik. Neben mir ist... Und ich bin der Klaus. Hendrik, das erste Mal, dass wir hier zusammen reportieren dürfen. Ich freue mich darauf. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir vom Fußballradio Schesig freuen uns heute auf ein Topspiel gegen Ingolstädter, die sehr gut in Form sind, Klaus. Die sind zurzeit sehr, sehr gut in Form. Die letzten drei Spiele haben die alleine 10 Tore geschossen, Hendrik. 10-2 Tore. Ja. 4-0 gegen Aue. Dann haben sie 4-1 in Freiburg gewonnen. 2-1 zu Hause gegen 1860. Haben jetzt 13 Punkte. Sind also richtig im aufsteigenden Ast. Oder wie siehst du das? Ja, das sehe ich ganz genauso. Und wir müssen heute auf jeden Fall hinten aufpassen. Wir werden gleich auch auf die Aufstellung kommen. Haben auch gute Leute heute wieder drin. Bei den Ingolstädtern müssen wir da vor allem auf Yannick Mause aufpassen. Der Ingolstädter hat schon 7 Tore in 8 Spielen erzielt. Da kommt es halt auf unsere Defensive ganz, ganz stark an. Ja, sehe ich auch so, dass es heute auf der Defensive sehr, sehr stark ankommt. Aber Hendrik, bevor wir jetzt an die Mannschaft aufstellen oder so was geht, glaube ich, müssen wir uns noch bei ein paar Leuten bedanken, dass wir hier überhaupt sein dürfen. Wir sind jetzt hier zum dritten Mal in einer Sprecherkabine, wo es uns ganz gut geht. Also das ist wirklich eine absolute Steigerung für uns, hier drin sein zu dürfen. Das ist klasse. Dann gibt es aber noch was anderes, wo wir uns bedanken dürfen. Genau, wir bedanken uns bei der Aktion Mensch, weil ohne die wäre unser Blinden- bzw. Sehbehindertenradio nicht möglich. Wir sind natürlich auch ein Fanradio von Viktoria Köln. Wir kommentieren, reportieren. Richtig. Das wichtige Wort. Richtig, super. Kommentieren nicht, wir reportieren jedes Spiel unserer Viktoria, egal ob zu Hause oder auswärts. Ja, und dann diesen Feiertag haben wir wieder die Ehre. Wir haben heute die Ehre, am 3. Oktober hier dieses Spiel von unserer Viktoria gegen Ingolstadt reportieren zu dürfen. Dann lassen wir doch mal, wenn du Lust hast, an die Mannschaftsaufstellung heute gehen. So sieht's aus. Wir fangen mit unseren Gästen an. Im Tor steht Marius Funk. Dann die Viererkette von links nach rechts mit Moritz Seifert, mit Ryan Malone, mit Mladen Cvetinovic und auf der Rechtsverteidigerposition Felix Keidel. Die Doppelsechs bilden Lukas Fröde, der Kapitän der Ingolstädter. Er zusammen auf der Doppelsechs mit Simon Lorenz. Auf der linken Außenbahn bei den Ingolstädtern haben wir Benjamin Kanuric. Rechts außen Yannick Deichmann. Auf der 10 David Kopacz und im Sturm eben sagt da Yannick Mause, auf den wir heute ganz besonders aufpassen müssen. 7 Tore aus 8 Spielen. Ein sehr starker Sturm ist. Das wäre es doch alles auf der Ersatzbank noch. Genau, das schauen wir uns auch noch an bei den Ingolstädtern. Da ist einmal für das Tor Markus Ponat. Außerdem noch Leon Guevara, Pinkwinde Beleme, Tobias Schröck, Arian Lugici, Verzeihung, Donald Nduka, Julian Kügel, Pascal Testroth und Thomas Rausch. Gut, das war die Mannschaftsaufstellung unseres Gastes aus Ingolstadt. Hier jetzt unsere Mannschaftsaufstellung von unserer Viktoria. Hier zuerst mal ein ganz herzliches Dankeschön an Felix, der uns auch wieder die Tafel hier selber präsentiert hat. Ich kann hier sagen, wir spielen mit einer Dreier-Abwehrkette, 3-4-3. Auf der rechten Seite ist unser Verteidiger Michael Schulz, dann in der Innenverteidigung Jeremias Lorsch und auf der linken Seite ist Gregor als linker Verteidiger. Dann im Mittelfeld ist der Paco, dann Russo, dann Henning und Mai und im Sturm auf der linken Seite Marcello, dann Philipp und auf der rechten Seite Bogicevic. Auf der Ersatzbank haben wir Börtner, dann den Simon Handle, der auch beim letzten Spiel reingekommen ist wieder. Dann Mustafa ist auf der Ersatzbank, Demester ist auf der Ersatzbank, Engelhardt, Fritz, Sticker, Hong und Kubata. Das ist unsere Aufstellung von unserer Viktoria. Ja, und eine besondere Position haben wir uns noch aufgehoben. Ben Voll immer noch nicht einsatzbereit. Wer ist denn im Tor heute bei uns? Das habe ich ja ganz vergessen. Man, der Felix hatte eben schon hier so ein Zeichen gemacht und sagte, Klaus, du hast ja ganz unseren Torwart gerade benannt. Natürlich. Im Tor ist Kevin Raut, der die letzten Spiele ganz gut gehalten hat. Ja. Natürlich wollen wir wieder unseren Ben Voll haben, aber Raut hat das bis jetzt ganz gut gemacht. Wünschen hier von dieser Seite aus aber unserem verletzten Spieler alles Gute und gute Besserung. Ja, was auch noch interessant ist, bei den Ingolstädtern Trainer Michael Kölner, lange Jahre für die Münchner
Löwen tätig und seit April diesen Jahres für den FC Ingolstadt dabei und ja, drauf und dran, den FCI wieder in Liga 2 zu führen. Ja, FC Ingolstadt hat ja eine bewegende Geschichte gehabt die letzten 10 Jahre, oder Klaus? Oh, da ja, waren ja viele Auf- und Abstiege dabei. Wenn man sich die anschaut, die letzten Jahre, vom Jahre 2014, 15 war es Aufstieg in die erste Liga. Da waren sie in der ersten Liga, dann hat die Autostadt Ingolstadt total sich gefreut, dass so eine Stadt jetzt auch in der ersten Liga ist, aber direkt im Jahre 16, 17 Abstieg in die zweite Liga und seit dem Jahre 2019, 20 auch in der dritten Liga. Also es ging rapide nach unten. In diesem Jahr habe ich so den Eindruck, Hendrik, dass sie wirklich was vorhaben, dass sie wieder aufsteigen wollen. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch der Trend aus den letzten 3 Spielen. 3 Spiele, 3 Siege, 10 Tore. Ja. Also das ist mal eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Ich glaube aber, bevor wir jetzt weiter hier reportieren, findet unten auf dem Platz eine Ehrung statt. Oh ja, warum denn? Ja, hier geht es um eine besondere Ehrung. Wenn ich jetzt hier von unserem Reporterplatz aus gucke, sehe ich einen super tollen Rasen. Dieser Rasen wird gerade geehrt. Nein, nicht der Rasen, sondern wie der Rasen so entstanden ist. Genau, das ist nämlich der beste Rasen der dritten Liga. Und dafür gibt es heute hier eine Auszeichnung an die Viktoria. Herzlichen Glückwunsch hier an unseren Greenkeeper, an alle, die hier mitgearbeitet haben. Hervorragend, dass wir dafür eine Auszeichnung hier erhalten. Klasse. Ja, und ich meine, da gibt es ja auch keine Ausreden heute, wenn man schon so geehrt wird. Sieht auch gut aus, der Rasen von hier aus. Du hast ja gerade schon angesprochen, wir haben hier eine super Sicht von oben drauf. Eine sehr gute Sicht haben wir von hier gegenüber, nur wenn ich auf die gegenüberliegende Seite schaue und habe die letzten Spiele, die ich selber hier reportieren durfte, da war drüben alles voll, ob es beim MSV Duisburg war, ob es bei Rot-Weiß Essen war. Jetzt ist auf der Seite gegenüber, wenn wir richtig zählen, sind es vielleicht 50 Leute von Ingolstadt, die da sind, wenn es Glück ist. Also es ist sehr, sehr leer hier auf der gegenüberliegenden Seite bei unseren Gästen, oder? Ja, das stimmt. Klar, morgen geht es natürlich wieder in die Arbeit und heute ist Feiertag, aber ich meine, der Weg aus Ingolstadt ist weit. Respekt auf jeden Fall an jede Person, die auswärts mit dabei ist, dem kein Weg zu weit ist. Also ich hoffe auch, Block 11 füllt sich ja auch nach und nach. Natürlich ist der Zuschauerandrang heute nicht so riesig, aber kommt noch. Aber wie du das gerade sagst, wenn ich hier auch auf die rechte Seite schaue, auf unseren Block, der füllt sich wirklich. Und auch hier, die Haupttribüne wird gerade was voller. Also sieht schon ganz ansprechend hier auf unserer Heimseite aus. Aber wie gesagt, heute ist der 3. Oktober, wir haben Ferienzeiten. Ja. Da sind viele Leute unterwegs. Morgen müssen die Leute wieder zur Arbeit. Lass mal abwarten, ich schätze mal, was werden wir für Zuschauer haben? 1500, 2000 Leute werden vielleicht heute da sein. Ja? Genau. Jetzt kommen gerade die Einlaufkinder. Schau dir erstmal an. Schön mit Viktoria fahren hier am Start. Die Mannschaften haben das Spielfeld noch nicht betreten. Ich weiß gar nicht, die Schiedsrichter hatten wir, glaube ich, noch nicht genannt. Das ist heute Hauptschiedsrichter Alexander Sater mit den Assistenten Oliver Lossius und Stefan Zielsdorf. Vierter Offizieller ist Felix Weller. Genau, und in 3 Minuten sollte eigentlich schon der Anschluss erfolgen. Wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen später, die Mannschaften sind noch nicht auf dem Feld. Also noch circa 3 Minuten. Ich habe gerade versucht, gesagt, schau dir das mal an. Ich möchte es gerne übersetzen, was ich damit gesagt habe. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 2, 14 Kinder in einem schwarzen Dress aufgelaufen. Jedes Kind hat eine Fahne in der Hand. Die Fahne ist rot-schwarz in der Mitte, ein Emblem von Viktoria Köln. Sie stellen sich an den Mittelkreis, schwenken ihre Fahne und jetzt gehen sie wieder zum Mittelkreis zusammen, laufen gegenüber, dann wieder langsam raus. Und jetzt wird dann unsere Mannschaft, unsere beiden Mannschaften, sowohl vom SC Viktoria Köln ganz in weiß gekleidet mit roten Ärmeln und Ingolstadt in einem orange-schwarzen Trikot auf den Platz kommen. Genau, und die Einlaufkinder tragen gelbe Shirts. Das ist jetzt auf jeden Fall viel für die Augen gerade, sehr grell, aber wir können nichts übersehen auf jeden Fall. Kevin Rauhut hier in einem Neongrün, würde ich mal sagen. Der Keeper der Ingolstädter dafür in einem dunkelblau. Dunkelblaues Trikot, genau. Ich wollte schon sagen, Ozeanblau. Ja. Und gleichzeitig ist auch unser Maskottchen mit auf dem Platz. Ja. Wunderbar, das klatscht hier uns Zuschauern uns allen entgegen. Wir winken ihm auch und jetzt laufen die Einlaufkinder, die in einem gelben Oberhemd und in einer schwarzen Hose hier auf dem Platz waren, laufen wieder raus. Das ist sehr schön. Die Spieler begrüßen sich alle am Mittelkreis. Die klatschen sich ab und wünschen sich gegenseitig natürlich ein faires Spiel. So wir schalten jetzt 18.58 Uhr, circa 2 Minuten, beginnt endlich unsere erste gemeinsame Reportage. Ich freue mich sehr und nochmal ein Appell an alle, die
zuhören. Falls es Probleme geben sollte, ihr könnt gerne in den Chat schreiben oder wenn etwas nicht gut laufen sollte, könnt ihr uns auch ein Dislike geben. Dann ist immer so ein Hinweis darauf, dass gerade irgendwas mit der Übertragung nicht so rund läuft. Natürlich, wenn ihr uns nicht gut finden solltet, könnt ihr natürlich auch ein Dislike geben. Gerne sehen wir auch Likes, wenn irgendwas gut läuft. Aber wir sind auf jeden Fall auf Feedback auch angewiesen, freuen uns sehr darüber, wenn ihr das aktiv nutzt, hier die Funktion des Radios. Und genau, da sind die beiden Kapitäne beider Mannschaften, Lukas Fröde und Michael Schulz, die mit den Schiedsrichtern noch im Gespräch sind. Wir sind gespannt, ob unsere Viktoria, ja, wie es eigentlich so üblich ist, in der ersten Hälfte Block 11 im Rücken hat. Ja, sieht auch so aus, als würde, ja, naja, ich lasse mich erstmal überraschen. Seitenwechsel kann es immer noch spontan geben. Okay, und beide Mannschaften stehen jetzt in einer Kreisformation. Yes. Schulz ist zu seinen Mitspielern gegangen. Alle halten sich fest und geben sich noch einmal richtig Power und sagen, hurra, wir wollen es jetzt hier schaffen. Und gleichzeitig Ingolstadt, die stehen immer noch zusammen und sprechen sich miteinander, versuchen sich auch zu motivieren, dass sie das Spiel hier heute versuchen, auch mit 3 Punkten mitzunehmen. Weil, ihr sagt es eben, 3 Spiele hintereinander mit 10-2 Toren. Genau. Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen, Hendrik. Auf gar keinen Fall. Ingolstadt mit 1 Punkt jetzt mehr als unsere Viktoria mit 13. Wir haben 12, sind aber nah an den Aufstiegsrängen dran. Beide Teams sind da nah dran, beide in der Top 10. Also das könnte ein hochklassiges Spiel werden. Unsere Viktoria spielt in der ersten Halbzeit von rechts nach links mit Block 11 im Rücken und wird jetzt gleich anstoßen in Person von Philipp. David Philipp. Genau. So, und wir schreiben die Uhr. 19 Uhr haben wir. Und der Pfiff, es geht los. Die Viktoria spielt von der rechten Seite auf die linken Seite. Links hat Gregor den Ball, schiebt ihn in die Mitte zu Lorsch. Lorsch schiebt nach rechts auf Schulz. Schulz versucht den Ball nach vorne zu treiben, schickt ganz weit auf der rechten Seite Paco. Paco kann den Ball direkt weiter in die Mitte tragen. Dort kommt Philipp an den Fall. Philipp versucht direkt den Ball zu nehmen, aber er wird ihm abgenommen von der Nummer 32 von Lorenz. Lorenz versucht das Spiel hinten aufzubauen, schafft er nicht. Einwurf für die Viktoria auf der rechten Seite in der Höhe, ungefähr 10 Meter von der Mittellinie entfernt. So sieht's aus. Das ist Paco da auf der rechten Seite. Wirft den Ball jetzt nach hinten in die Viererkette zu Michael Schulz, der gibt weiter zu unserem Keeper Kevin Raut, gerade gegen Duisburg unfassbare Ruhe ausgestrahlt, Garant für, ja, dafür, dass die Null stand. 2-0 Sieg gab es ja am Ende, hoffentlich heute ähnlich. Jetzt der Ball auf der rechten Seite bei, ja, das war Bogicevic, biegt den Ball nochmal nach hinten. Ja, die Ingolstädter stehen hier dicht gestaffelt, wollen nichts anbrennen, lassen alle Ingolstädter hinter dem Ball. Wir sind jetzt immer noch in der eigenen Hälfte, in der Hälfte der Viktoria. Remias Lorch jetzt auf die linke Seite zu Gregor, der weiter zu Brian Henning, der jetzt nahe der Mittellinie, er muss wieder abdrehen. Da fehlen noch die Lösungen. Jetzt Gregor und das war ein Fehlpass von Henning. Jetzt kann Ingolstadt vielleicht kontern, 35 Meter vom Tor, halbrechte Position, Ball auf die rechte Seite. Ja, da ist die Nummer 20, das ist Deichmann, verliert da den Ball. So, Viktoria kann sich aber nicht befreien. Ingolstadt weiter in den Ballbesitz, können den Ball jetzt in den eigenen Reihen halten. In den eigenen Reihen heißt, dass die Ingolstädter wieder am Mittelkreis aufbauen. Sie haben hinten, wie es eben hier schon der Hendrik gesagt hat, eine Viererkette. Dort wird der Ball hin und her geschoben. Jetzt wird es auf den Torhüter, auf Marius Funk, der Ball zurückgegeben. Der versucht, den Ball weit nach vorne zu schlagen, weit über die Mittellinie hinaus. Aber dort ist kein Ingolstädter, der den Ball kriegen kann. Aber es ist der Spieler mit der Nummer 7 hier. Das ist Yannick Mause, von einem Viktoria-Spieler gefoult worden. Der Schiedsrichter hat gepfiffen. Und ungefähr 15 Meter in der Mitte der Hälfte von Viktoria Köln gibt es Freistoß für Ingolstadt. Ingolstadt legt sich den Ball zurecht. Nein, der Ball, der wird jetzt zuerst mal nach außen geschossen, weil es scheint hier irgendwas los zu sein. Ja, der Ball, der ist platt. Jo. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Nach ungefähr 3 Minuten ist der Ball platt. Gut, dass noch kein Spieler platt ist. Ja, das will ich mal sagen. Aber der Ball, der darf dann ruhig platt sein. Also Freistoß für Ingolstadt. Dort steht die Nummer 23, das ist Seifert, der den Ball vielleicht nach vorne gibt. Genau. Alle Viktorianer jetzt hinterm Ball. Ball wird jetzt reingebracht in den Strafraum Richtung rechtes Fünfer-Eck. Und das Raut, der kann den Ball nur rausfausten. Da ist jetzt mal Seiler auf der linken Seite und holt da den Einwurf raus. Einwurf für unsere Viktoria in der eigenen Hälfte zwischen Mittellinie und Eckfahne auf der linken Seite. Jetzt mit der Ball in den eigenen Reihen der Viktoria gehalten. Ja, das haben wir auch schon gegen Duisburg im Heimspiel gesehen. Erstmal wird versucht, Spielkontrolle zu kriegen. Jetzt ist mal ein Pass auf Brian Hing auf die linke Seite. Der war zu ungenau. Jetzt kann Ingolstadt kontern. Überquert die Mittellinie auf der rechten Seite der Viktoria. Etwa 40 Meter vorm Tor. Wird jetzt nach innen gezogen mit Kopacz.
Da gutes Direktspiel der Ingolstädter. Am Ende kam da Jeremias Lorch. Nein, es war Michael Schulz, den Ball ins Auskehren. Aber Ingolstadt hier wirklich mit 3-4 Kontakten blitzschnell am Viktoria-Strafraum nach Ballverlust. Genauso wie du das gerade sagst, das geht sehr, sehr schnell. Aber ich muss dabei auch sagen, die Viktoria ist etwas unkonzentriert gerade. Wenn sie den Ball nach vorn tragen, kommen die Pässe nicht hundertprozentig an, sodass direkt Ingolstadt dann hier für einen Konter gut ist. Jetzt hat die Viktoria den Ball hinten und der Ball, der geht ins Aus. Einwurf natürlich von der linken Seite. Wer macht den Einwurf? Wie immer Mai. Mai nimmt den Ball, ist ungefähr in der eigenen Hälfte in der Höhe des Strafraums. Klaus nicht mehr darüber. Genau. Der Ball wird nach vorne geworfen von Mai, kommt dort zu Brian Henning. Brian Henning kann den Ball nicht bekommen, weiter der Kopfball über die Ingolstädter hinaus. Dort hat der Spieler mit der Nummer 20 den Ball, das ist Deichmann. Deichmann treibt den Ball nach vorne, dann hat Marseiler den Ball. Versucht aber jetzt auf der linken Seite durchzugehen, geht immer weiter durch. Deichmann fängt den Ball gerade ab, aber Marseiler kämpft sich den Ball wieder und Einwurf für die Viktoria, genau hier vor unserer Sprecherkabine, genau an der Mittellinie. Mai nimmt sich wieder den Ball und wirft ihn ein. Genau, überlegt noch, wo kann er hinwerfen, wird der Ball wieder zurückgeworfen? Nein, Ingolstadt steht zu dicht, Ball jetzt mal die Linie lang geworfen, Richtung David Philipp. Ja, wir holen da den nächsten Einwurf raus, zwischen Mittellinie und Eckfahne auf der linken Seite in der Ingolstädter Hälfte, aber der Blick geht dann direkt wieder zurück, also in Viktoria geht erstmal wenig Risiko in den ersten Minuten, spielt den Ball jetzt wieder in den eigenen Reihen hin und her mit Lorch, der weiter auf Greger, der wieder links raus zu Mai. Ja, will da Marseiler in Szene setzen, spielt aber doch nochmal nach innen zu Henning. Immer noch der Ball in der Viktoria-Hälfte. Jetzt beim Keeper Kevin Rauhut angekommen. Ingolstadt geschlossen hinter dem Ball formiert, warten nur auf den nächsten Ballgewinn und den schnellen Konter. Das könnte das Mittel der Wahl sein, der Gäste. Ja, bislang passiert hier nicht viel nach 5 gespielten Minuten. Viktoria, 4 Ballbesitz in der eigenen Hälfte, wenig Ertrag. Ja, jetzt Michael Schulz auf der rechten Seite, gibt dann doch wieder zu Kevin Rauhut ab. Also so ganz habe ich den Plan unserer Viktoria auch noch nicht gesehen. Vielleicht ist es so simpel, erstmal hier Ruhe bewahren und keine Gefahr aufkommen lassen. Schulz hat den Ball, treibt ihn auf die rechte Seite. Dort wird der Ball wieder zurückgespielt. Was ist denn hier los? Ein Fehler. Das war ja wohl ein Fehlpass hier von Schulz direkt zurück zum Torhüter Raul, der den Ball aber nicht bekommen kann. Und jetzt sind die Ingolstädter wieder im Angriff. Der Spieler mit der Nummer 20, Deichmann, hat den Ball, trägt ihn nach vorn. Und unser Keeper kann ihn abfangen. Kevin Raul hat ihn. Das war aber gerade eine sehr prickelige Situation, Hendrik, was ich hier gesehen habe. Ein Pass sollte zurückgegeben werden, aber Rauhut geht dem Ball nicht entgegen. Ja, konnte er auch nicht kriegen, war zu kurz. Der war zu kurz, also war der Pass, den Rauhut bekommen hat hier von Schulz, einfach zu kurz. Und jetzt wird wieder die Viktoria das Spiel aufbauen durch Lorch. Lorch auf die rechte Seite auf Schulz. Schulz weiter zu dem Spieler mit der Nummer 8. Bogicevic. Bogicevic versucht den Ball weiter zu treiben. Dort sollte er ankommen zu Paco. Bogicevic verliert den Ball nicht, hat ihn jetzt weiter auf Russo gegeben. Russo wieder zurück auf Schulz. Schulz dann wieder auf die linke Seite zu Greger. Greger stoppt den Ball mit dem linken Fuß, treibt ihn jetzt weiter in Richtung Mittellinie. Geht wieder auf die rechte Seite, versucht Schulz mitzunehmen. Schulz wieder zurück zum Torhüter des FC Viktoria Köln, Kevin Rauhut. Kevin Rauhut auf die linke Seite zu Greger. Der Ball, das Spiel wird ganz, ganz langsam aufgebaut. Aber die Ingolstädter versuchen jetzt ein Vorchecking zu machen. Jetzt wird der Ball weitergetrieben von Russo. Russo geht auf die rechte Seite zu Paco. Paco läuft mit dem Ball an der Linie entlang. Geht weiter in die Mitte hinein. Kommt immer mehr Richtung Strafraum. Doch wird der Ball nach innen getragen. Henning kann sich den Ball noch gerade holen. Gibt den Ball wieder zurück an die Mittellinie auf Greger. Greger wieder weiter auf Russo. Russo wieder auf die linke Seite zu Brian Henning. Brian Henning versucht, den Ball nach vorne zu tragen. Dort hat Philipp den Ball, kann den Ball nicht genau bekommen. Der Ball, der geht, überquert die Außenlinie, ungefähr 10 Meter von dem Tor entfernt. Abstoß von Ingolstadt. Genau, nochmal zum Nachliefern, gerade wo der Pass zu kurz war, wo Raut nicht dran kam. Ein Ingolstädter da vor dem Tor, ja, hat dann irgendwie nicht ganz geschossen, aber auch nicht richtig quergelegt. Hat nicht so wirklich damit gerechnet, aber der hat jetzt echt schnell 1-0 für Ingolstadt stehen können, die hier wirklich bis jetzt ja bei jedem Fehler wach sind. Jetzt haben wir aber, also unsere Viktoria, den Ball nach Abschluss von Ingolstadt. Jetzt auf der rechten Seite mit Paco, gibt in die Mitte. Ball jetzt wieder in den eigenen Reihen. Das wird jetzt hier wieder aufgebaut in der Viktoria-Hälfte mit der Dreierkette. Michael Schulz, ja, gibt den Ball ja wieder zu Rauhut, der, wie wir gegen Duisburg auch gesehen und gehört haben,
sehr aktiv am Spielgeschehen teilnimmt, also nicht nur ein Lautsprecher ist, sondern auch ja, weit rauskommt. Man kann ihn auch immer anspielen, wenn denn der Pass auch lang genug ist. Jetzt erstmal, weil auf die linke Seite zu Brian Henning, immer noch in der Viktoria-Hälfte. Ingolstadt versucht jetzt hier dicht zu machen. Ja, weil wieder bei Kevin Rauhut. Also da fallen uns noch nicht viele Lösungen ein. Vielleicht geht es mal über außen gleich. Herr Michael Schulz schießt den Ball jetzt auch auf die linke Seite zu Brian Henning, der jetzt in der Ingolstädter Hälfte, etwa 35 Meter vom Tor, halblinke Position zu Niklas May. Der zieht nach innen. Ja, ziemliches Gewusel hier auf der linken Seite. Niklas May wird aber nochmal in Szene gesetzt, ist jetzt schon im Strafraum der Ingolstädter auf der linken Seite, gibt den Ball ins Zentrum. Tor! Wunderbar. Was ein Spielzug. Und Donny Bogicevic hier mit dem 1:0 für unsere Viktoria nach 10 gespielten Minuten. Das war ja mal wirklich super gespielt. Ich sag gerade noch, keine Idee da. Und dann dieser Ball auf die linke Seite. Niklas May wird in Szene gesetzt, legt einfach in den Rückraum. Und unhaltbar gegen die Laufrichtung von Marius Funk. Donny Bogicevic. Klaus, was sagst du? Das war einfach gerade, ich bin sprachlos, wie schnell das gerade gegangen ist. Man konnte ja gar nicht so schnell hier reportieren, wie, so schnell wie die Viktoria gespielt hat. Wie du gerade gesagt hast, auf der linken Seite, wir dachten, der Ball, der geht verloren. Ja. Dann kommt May wieder an den Ball, schickt auf der linken Seite Philipp den Ball wieder in den Rückraum. Bogicevic ist da, 1:0 in der 10. Minute für unsere Viktoria. Ganz, ganz toll. Trotz des Vorcheckings, das hier die ganze Zeit Ingolstadt gemacht hat, hat die Viktoria eine wunderbare Antwort gehabt. So sieht's aus und das schockt jetzt erstmal die Gäste, die eigentlich gut ins Spiel gekommen waren. Aber unsere Viktoria, wie schon gegen Duisburg, zeigt sich unglaublich effektiv. Auch da war der Gast nicht schlecht dabei. Jetzt erstmal, da geht Bogicevic schon mal drauf. Ja, war wohl mit der Sohle an Lorenz dran. Gibt da jetzt den Freistoß nahe der Mittellinie. Ja, aber es ist echt interessant, dass in Spielen, wo, sind mir mal so aufgefallen diese Saison, wo der Gegner wacher wirkt, sind wir meistens effizienter. In Spielen, wo wir das Heft in die Hand nehmen, da ist die Chancenverwertung meistens ein Problem. Also ich gebe dir da gerade vollkommen recht, was hier gerade war. Ich dachte wirklich, auch Ingolstadt ist sehr, sehr wach, macht ein tolles Vorchecking. Du hast das gerade wunderbar auch rübergebracht. Und wir dachten, es ist noch kein Spielzug, der hier stattgefunden hat. Und dann plötzlich ein Spielzug, der klasse war. Vom Mittelfeld auf die linke Seite, dort wurde der Ball wieder erarbeitet, dann in die Schnittstelle weiter nach links, den Ball zurückgegeben und 1:0. Das war wirklich hervorragend. Ja, das war wirklich super. Und jetzt auf der linken Seite Einwurf. Da lassen wir da mal weiterwerfen. Der Ball, der wird sehr, sehr weit in den Strafraum von der Viktoria hineingeworfen. Aber Brian Henning bekommt den Ball, kann ihn weit wieder aus dem Strafraum hinaus befördern. Wir befinden uns jetzt hier an der Mittellinie, wo der Spieler mit der Nummer 19 den Ball von Ingolstadt hat und versucht auf der rechten Seite den Spieler mit der Nummer 20 mitzunehmen. Das war Deichmann, aber Deichmann kommt nicht an den Ball. Abschlag von unserem Keeper Kevin Rauhut von der linken Seite. So sieht's aus. Ball kurz gespielt zu Jeremias Lorsch, der weiter zu Krieger, der den Ball jetzt nach vorne treiben will. Ja, aber dann doch nochmal quer, legt hier auf Schulz die rechte Seite. Der versucht jetzt mal mit dem Ball, kriegt da Donny Bogicevic, der jetzt in der Ingolstädter Hälfte etwa 25 Meter vom Tor will da Philipp schicken. Ingolstädter rutscht aus. Viktoria im Ballbesitz auf der rechten Seite. Paco gibt den Ball Richtung Elferpunkt, aber da kann Brian Henning den Ball nicht erreichen. Da war ein Ingolstädter dazwischen und der Konter. Ja, Rauhut kriegt wieder so einen kurzen Ball zugespielt, der in höchster Not vor Yannick Mause den Ball ins Ausgrätscht. Es gibt Einwurf nahe der Mittellinie von der rechten Seite. Also geht es echt Schlag auf Schlag. Aber jetzt sind auch alle Viktorianer bis auf David Philipp hinterm Ball. Das heißt, ja, Deichmann hat den Einwurf ja auch noch nicht ausgeführt nahe der Mittellinie in der Viktoria-Hälfte von der rechten Seite. Ball jetzt rausgeköpft in die Ingolstädter Hälfte, die jetzt erstmal ja schon wieder den Ball verlieren. Das ist Russo. Legt den Ball zu Paco. Paco hat den Ball auf der rechten Seite wieder zurück zu Russo. Russo ist dieser Mittelkreis, versucht auf der linken Seite Brian Henning mitzunehmen. Brian Henning ist auf der linken Seite, geht wieder Richtung Mittelkreis, nimmt dort Schulz mit. Schulz stoppt den Ball mit dem rechten Fuß. Nein, stoppt ihn nicht, leitet ihn direkt weiter auf die linke Seite, auf den Spieler mit der Nummer 15, Gregor. Gregor schlägt den Ball weiter auf die linke Seite, auf Masaila. Masaila geht links durch, kommt in die Höhe des Strafraums, versucht vorbeizugehen und der Ball, der wird abgefangen. Die erste Ecke für die Viktoria von der linken Seite. Genau, nach 13 gespielten Minuten gibt es jetzt hier gleich die erste Ecke des Spiels. Es steht 1:0 für unsere Viktoria. Start nach Maß und haben natürlich nichts dagegen, wenn jetzt hier gleich nachgelegt würde. Jetzt erstmal David Philipp von der linken Seite wird den Ball mit links vom Tor wegziehen.
Ja. Da er den mit dem linken Fuß schießt, ganz genau. Genau, der Ball geht jetzt in den Strafraum Richtung Elfer Punkt und Gewusel. Und es war offensiv faul. Ja, Michael Schulz, ich glaube, aufgestützt. Gibt da jetzt den Einwurf, ja. Ja, Michael Köln hat gerade kurz überlegt, ob er den Pass spielt, aber Marius Funk hat ja schon eigenen Ball erwischt und jetzt kann Ingolstadt wieder von hinten aufbauen. Spielen den Ball da nach vorne. Viktoria geht da früh drauf. Ingolstadt aber trotzdem weiterhin im Ballbesitz. In der eigenen Hälfte alle Viktorianer hinter dem Ball. Ball jetzt ins Zentrum. Geht da raus auf die linke Seite. Das ist Kanuric. Ingolstadt jetzt im Zentrum. Jetzt schon der Ball in den Strafraum zum linken Fünfer-Eck. Aber da kann die Nummer 7, Janik Mause, den Ball nicht erreichen. Gibt den Abschluss jetzt von Tor von Kevin Rauhut, der jetzt natürlich alle Zeit der Welt gerade hat. Man steht 1:0, 15 Minuten gespielt und viele Chancen haben wir auch noch nicht gesehen in diesem Spiel. Die erste wirkliche Chance war dann auch ein Tor, außer natürlich der Fehler. Jetzt aber ist es schon wieder ein Fehler. Ingolstadt im Ballbesitz. Also das, was man hier bis jetzt gerade sieht, unsere Verteidigung macht nicht gute Pässe. Mal wird der Ball zu langsam nach hinten gegeben, mal eben an den Gegner. Hier muss die Viktoria wacher werden. Also da sind sie nicht ganz wach. Handspiel war jetzt hier gerade angezeigt oder habe ich von hier oben gesehen und schon. Der Schiedsrichter hört auf mich, Hendrik, und sieht es auch, dass dort vorne Hand gespielt wird. Ich habe gerade mal auf die Zuschauerseite hier unten geguckt. Die Haupttribüne ist ziemlich gut besetzt, sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Also vielleicht haben wir doch mehr als 1500, 2000 Zuschauer hier. Auch hier unsere Viktoria-Ecke ist gerade gut besucht. Nur gegenüber ist es ziemlich leer von den Anhängern von Ingolstadt. Hier ist auf der rechten Seite in der Höhe von der Außenlinie Freistoß für Ingolstadt. Der Freistoß wird geschossen von Benjamin Kanuric. Kanuric steht hier zusammen mit Seifert. Wer schießt den Ball? Kanuric oder Seifert? Es sieht so aus, dass Kanuric den Ball mit dem rechten Fuß in den Strafraum von Viktoria hineinschießen will. Rauhut dirigiert hinten nochmal seine Vorderleute. Der Ball, der kommt in den Strafraum hinein, ganz gefährlich. Aber die Viktoria steht, da kann mit dem Kopf direkt den Ball weggeben. Und die Viktoria kommt über die linke Seite, über Marcella. Marcella versucht durchzugehen. Und hier hat wunderbar der Spieler mit der Nummer 23 von Ingolstadt, Seifert, Moritz Seifert, aufgepasst und befördert den Ball ins Aus. Einwurf für die Viktoria von der linken Seite. Meier hat eingeworfen, gibt den Ball auf Gregor. Gregor weiter auf Lorsch. Lorsch muss heute etwas aufpassen. Er muss den Ball genauer und schneller spielen. Er scheint sich jetzt hier aber mehr zu konzentrieren. Auf der rechten Seite läuft die Viktoria weiter. Der Ball, der geht auf Bogicevic. Bogicevic verliert den Ball ungefähr im Mittelkreis. Angriff von Ingolstadt. Drei Leute gegen drei Leute von der Viktoria. Aber Gregor ist wunderbar da, stellt sich hin. Masaila bekommt den Ball, kann den Ball auf die linke Seite gehen. Auf Philipp. Philipp versucht links durchzulaufen und der Ball, der wird abgefangen. Einwurf für Ingolstadt. Auf der linken Seite, Höhe des Strafraums von Ingolstadt. Ja, es gibt Einwurf für unsere Viktoria. Zwischen Mittellinie und Eckfahne da. Ja. Auf der linken Seite in der Ingolstädter Hälfte. Niklas Mai wirft den Ball ins Zentrum zu Lorch, ist das. Ja, der verliert da den Ball nicht, sondern kann den Ball noch irgendwie zu Niklas Mai spielen. Das ist jetzt Russo. Da muss er wieder abdrehen. Sind jetzt in der Viktoria-Hälfte. Ball wird in den eigenen Reihen gehalten. Ball jetzt mal auf rechts raus zu Brian Henning, der jetzt hier wirklich auf allen Seiten unterwegs ist. Für ihn links bei der Entstehung des 1:0 sehr beteiligt gewesen. Jetzt auf der rechten Seite hier unterwegs. Also, das ist echt ein gutes Spiel. Ball jetzt bei Kevin Rauhut. Nach 18 gespielten Minuten. Es steht weiterhin 1:0 für unsere Viktoria, die natürlich mit einem Sieg in den oberen Rängen näher kommen, aber es ist natürlich noch nicht besonders aussagekräftig nach bislang 8 Spieltagen. Gut, und jetzt erst 18 Minuten, obwohl wir 1:0 führen. Das ist ja schon mal etwas, Hendrik, ja, dass wir hier mit 1:0 führen. Das Spiel wird wieder ganz langsam aufgebaut von der Viktoria. Der Ball, der ist bei unserem Torhüter, Rauhut hebt den rechten Arm, geht jetzt mit dem linken Fuß an den Ball, versucht ihn an den 16-Meter-Raum zu rollen. Dann kommt der Spieler mit der Nummer 7 von Ingolstadt entgegen Mause, versucht den Ball wegzubekommen. Die Viktoria verliert den Ball jetzt in dem eigenen Viertel. Direkt wieder an die Ingolstädter. Von der linken Seite wird der Ball nach innen geflankt, aber der Ball wird abgefangen von unserer Viktoria, von Mai. Mai schlägt den Ball jetzt weit nach vorn, aber direkt ist wieder Ingolstadt da. Sie sind gerade hellwach, versuchen den Ball jetzt weiter in ihren Reihen zu halten. Und Foul von Russo, ungefähr 10 Meter in der Hälfte von
der Viktoria und unser Spieler Russo sieht die erste gelbe Karte in diesem Spiel. Ja, es war ein bisschen blöd gerade. Will den Ball da annehmen, geht da, verspringt ihm, will ihn noch retten mit einer Grätsche, aber ja, sieht hier die gelbe Karte nach fast 20 gespielten Minuten. Es gibt erneut Freistoß für Ingolstadt. Ich weiß nicht, der wievielte das jetzt schon ist. Aber es ist schon wieder eine Position, die jetzt nicht so gefährlich auf den ersten Blick erscheint. Es sind jetzt etwa 40 Meter vom Tor, halbrechte Position. Also wieder Kanuric und Seifert. Wahrscheinlich wird Kanuric den Ball wieder reinbringen. Ich meine, nein, Seifert schießt den. Nein, doch, Kanuric, du hast recht. Und der Ball in den Strafraum, der wird länger und länger. Graut kann raus, Faustner am rechten Fünfer-Eck. Ja, und Ingolstadt weiter in den Ball besitzt. Also die Freistöße gefährlich hier. Da ist jetzt Ingolstadt wieder am Ball. Und der Schuss übers Tor. Da hat Kanuric sich mal ein Herz gefasst. Aus ungefähr 25 Meter kam der Ball ungefähr klar, gerade auf das Tor. 2 Meter über das Tor, also doch nicht so gefährlich, wie wir uns das gerade vorgestellt hatten. Also da müssen wir aber aufpassen, dass wir die Spieler von Ingolstadt nicht aus der zweiten Reihe zu viel schießen lassen. Wir wissen selber, das haben wir eben hier im Vorbericht von uns beiden gesagt, 10 Tore in den letzten 3 Spielen. Also bitte die Ingolstädter hier nicht unterschätzen. Nee, die kann man gar nicht so sehr loben. Ob des bisherigen Saisonverlaufs, vor allem die letzten Spiele, sehr erfolgreich. Unsere Viktoria ja mit schwankende Leistungen, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage in den letzten 3 Spielen. Jetzt erstmal Luca Marseiler. Ja, mit dem Ball nach vorne gehen, aber vorher David Philipp gefoult hier in der Ingolstädter Hälfte. Linke Position. Er hat 45 Meter vorm Tor. Oh, macht das da schnell. Auf Luca Marseiler, auf die linke Seite. Der will nach innen ziehen, aber da sind die Abwehrmänner der Gäste aufmerksamer. Trotzdem erobern wir uns wieder den Ball. Sehr stark von Niklas May, der macht eine super Partie. Jetzt bricht wieder auf links durch. Ja, und er holt den Eckball raus. Also das ist sehr, sehr stark nachgesetzt hier von unserer Viktoria, gerade auch von Niklas May. Schon mit dem Assist. 2. Ecke für unsere Viktoria. Von der linken Seite wieder legt Philipp sich den Ball zurecht. In der Mitte befinden sich gerade fast alle Spieler von der Viktoria. Außer am Strafraum steht noch Bujicevic, es steht noch May dort und Paco, aber auch am 16er Raum. Das heißt, alle jetzt fast im Strafraum von Ingolstadt. Der Ball, der wird jetzt nach innen getragen mit dem linken Fuß von Philipp. Philipp hebt den rechten Arm hoch. Der Ball, der kommt ungefähr an den 16 Meter am Kopfball und wird gerade abgefangen noch von den Ingolstädtern. Und jetzt läuft hier der wahnsinnig schnelle Konter. Der Konter wird eingeleitet. Immer weiter, man befindet sich jetzt in der Hälfte von der Viktoria und wunderbar, wie der Ball abgefangen wird von Bujicevic. Bujicevic auf der linken Seite geht wieder über die Mittellinie hinaus und will er damit Philipp in Szene setzen, aber ja, gibt immer noch den Einwurf. Also das war super, wie der Konter da direkt darum, unterbunden wurde. Unterbunden wurde, das hat mir gerade gefehlt. Das hast du gesucht. Ja. Das habe ich gesucht. Und jetzt, es ging so schnell, dass wir jetzt schon wieder einen Einwurf haben für unsere Viktoria. Etwa 20 Meter von der Eckfahne entfernt von der linken Seite in der Ingolstädter Hälfte. Das ist jetzt Niklas May. Ball geht zurück zu Greger. Ja, kann den Ball da behaupten gegenüber Yannick Mause. Wir sind jetzt in der Ingolstädter Hälfte weiterhin. Russo mit dem weiten Ball auf die linke Seite zu Marseille. Was ein Ball! Der legt den Ball nach innen zum Elferpunkt. Das ist Paco und der schießt. Oh, ganz knapp vorbei. Aber was war das denn für ein genialer Ball von Stefano Russo da zu Luca Marseille. Wobei ich dir sagen muss gerade hin, der war ja sensationell gehalten hier von Marius Funk, der in die linke Ecke flog. Ich habe den Ball auch schon drin gesehen. Ja, ich auch. Und er kam mit den Fingerspitzen noch dran und gerade konnte er den Ball noch um den Pfosten herumlenken. Ganz, ganz hervorragender Spielzug von der Viktoria. Ganz toller Schuss, aber auch eine tolle Parade vom Torwart. So sieht's aus. Jetzt gibt's auch Ecke von der rechten Seite für unsere Viktoria. Mit rechts vom Tor weggezogen. Geht der Ball jetzt nach innen Richtung Elferpunkt. Da ist Greger, der legt den Ball mit der Brust ab, kriegt den Ball nochmal zurück. Ja, da stehen zu viele Ingolstädter und da weiß er nicht mehr, was er tun soll. Ingolstadt am Ball, klären den Ball jetzt nach vorne auf die rechte Seite. Ja, und ja, da ärgert sich hier der Ingolstädter Kovac. Kovac, der den Ball außersehen den Ball nicht gut genug annimmt. Und es gibt den Einwurf für unsere Viktoria. Die können jetzt wieder den Ball in den eigenen Reihen halten. Und es hat Greger den Ball auf der linken Seite. Er hebt den Arm, sagt ganz ruhig, Jungs, wir haben Zeit. Wir führen hier 1-0 und es wird ganz langsam aufgebaut. Er schiebt den Ball auf die rechte Seite, auf unseren heutigen Kapitän, auf Schulz. Schulz versucht, Bogicevic mitzunehmen. Bogicevic gibt den Ball wieder zurück auf Schulz. Schulz dann auf die rechte Seite, auf Paco. Paco gibt den Ball wieder zurück auf Torwart
Rauhut. Rauhut schlägt den Ball jetzt an die Mittellinie, weit nach vorne. Die Viktoria versucht, das Spiel jetzt aufzubauen. Oh. Da wird Philipp ungefähr 10 Meter hinter unserem Mittelkreis gefoult. Aber der Schiri, der hebt die Hand rechts, zeigt er an, dass hier vorher schon ein Foul von der Viktoria stattgefunden hat. Das scheint wohl hier der Punkt gewesen zu sein. Also Freistoß. Oder nein, du hast recht, es war Abseits. Es war Abseits. Aus der Hälfte wird jetzt Freistoß für die Ingolstädter halblinks, ungefähr 10 Meter von der Außenlinie. Entfernt wird der Ball hier von den Ingolstädtern gespielt. Vor dem Spieler mit der Nummer 32, Lorenz. Lorenz gibt weiter auf die linke Seite, bekommt den Ball aber wieder zurückgespielt und versucht das Spiel aufzubauen auf die rechte Seite. Da gehen aber die Viktorianer, da geht Marseille dazwischen, ganz hervorragend. Hier wird direkt Applaus gegeben von der Haupttribüne, weil Marseille einen super Einsatz hat. Einwurf für die Ingolstädter durch den Spieler mit der Nummer 20. Deichmann hat den Ball. Genau, jetzt in der Ingolstädter Hälfte zwischen Mittellinie und Eckfahne von der rechten Seite, weiß dann nicht genau, wo er hinwerfen wird, doch nach vorne zu Mause. Oh, der Mann mit dem Ballverlust. Jetzt die Viktoria mit dem Vorschuss nach vorne. Gewusel in der Mitte hat Ingolstadt den Ball wieder in der eigenen Hälfte. Kann den Ball jetzt auch in den eigenen Reihen halten. Mit Kopacz ist es. Ja, Ingolstadt jetzt um Spielkontrolle hier bemüht, halten den Ball in den eigenen Reihen. Alle Viktorianer hinterm Ball. Ingolstadt überquert jetzt die Mittellinie auf der linken Seite in die Mitte. Aber Stefano Russo macht ein super Spiel. Kann den Ball ja gut erlaufen. Jetzt läuft der Konter da über die rechte Seite. Aber da war David Philipp nicht mitgelaufen. Nach Pass. Und es gibt die gelbe Karte, weil David Philipp wurde gelegt. Ja, es war ein toller Ansatz für einen Doppelpass, den hier die Viktoria machen konnte. Russo hatte den Ball, wollte auf der rechten Seite dann Paco schicken. Und dort war es aber jetzt die gelbe Karte für Ryan Malone. Für Brian Malone die gelbe Karte. Ja, ganz genau. Also sonst wäre das hier ein gefährlicher Angriff geworden, Hendrik. Ja. So sieht's aus. Aber wieder schön aufgebaut, blitzschnell. Du konntest gar nicht damit rechnen, dass plötzlich wieder so etwas kommt. An der Außenlinie ungefähr 10 Meter in der Hälfte von den Ingolstädtern. Der Doppelpass ansatzlos gespielt und dann das Foul. Das gefällt mir auch richtig gut, wie die Viktoria hier versucht, schnell zu machen. Das sah in den ersten Minuten nicht so aus. Jetzt erstmal Brian Henning in der Ingolstädter Hälfte, legt den Ball nochmal zurück. Ja, sind mit Michael Schulz auf der rechten Seite zu Russo, etwa 40 Meter vorm Tor, halb rechte Position in der Ingolstädter Hälfte, legt den Ball rechts raus zu Paco, der will flanken, abgefälscht. Ingolstadt am Ball da, im rechten 16er, linken 16er Eck und jetzt ja, holt Ingolstadter den Einwurf raus auf Höhe der Mittellinie auf der linken Seite. Können hier natürlich nicht zufrieden sein, nach 3 Siegen hier zurückzuliegen, nach 25 Minuten, aber das Spiel ist ja noch lang und Ingolstadt jetzt ja, halten den Ball in den eigenen Reihen. Es könnte jetzt vielleicht mal schnell gehen. Haben eigentlich da Platz, legen aber lieber nochmal quer auf die linke Seite. Mittellinie wird jetzt überquert von Malone da. Sind jetzt in der Viktoria-Hälfte. Versuchen sich die Gastgeber zurechtzulegen. Ball jetzt auf die linke Seite. Kopacz ist das, der auch wirklich hier überall unterwegs ist auf dem Platz. Jetzt der weite Ball auf die rechte Seite zu Deichmann. Deichmann kann den Ball annehmen. Sind in der Viktoria-Hälfte auf der rechten Seite. Da der Ball in den Fünfer. Und was war das denn für eine tolle Rettungstat von Michael Schulz. Ein Flugkopfball vor dem einschussbereiten Yannick Mause. Toll. Das war klasse. Ihr müsst euch das so vorstellen. Von der rechten Seite ein schöner, langer Ball in den Strafraum hinein. Nein, sogar in den 5-Meter-Raum. Und da kam ein Ingolstadter schon fast angeflogen. Aber da war der Viktoria-Abwehrspieler, flog dem Ball entgegen. Und die erste Ecke für Ingolstadt auf der rechten Seite. Dieser Ball wird getreten von Kanuric. Kanuric mit dem rechten Fuß versucht er den Ball von dem Tor etwas wegzuziehen. Hat den linken Arm gehoben. Der Ball, der kommt an den 5-Meter-Raum. Und das war wohl gefährlich. Ganz, ganz gefährlich kommt der Spieler mit der Nummer 32, Lorenz, an den Ball und er geht ungefähr 10 cm an dem rechten Torpfosten von unserem Torhüter Rauhut vorbei. Das war eine Situation, Hendrik, da haben wir Glück gehabt. Ja, auf jeden Fall. Ingolstadt hier immer mit so, naja, Halbchancen will ich es gar nicht nennen. Also Rauhut hat jetzt hier selbst noch wenig zu tun, dass er mal ja, hier eine Parade auspacken muss, aber Ball jetzt hier auch ganz knapp am Tor vorbei, dürfen wir auf jeden Fall gewarnt sein. So einer kann immer mal reinrutschen. Das auf alle Fälle war eine sehr, sehr gefährliche Situation. Jetzt spielt die Viktoria hinten im eigenen Strafraum. Rauhut hat den Ball, schlägt ihn dann aber weit nach vorn, weil er möchte kein Risiko eingehen. Der Ball, der geht auf die linke Seite. Philipp versucht, auf der linken Seite Marseille mitzunehmen. Marseille geht auf die linke Seite, geht immer weiter durch, kommt in die Höhe des Strafraums. Der Ball, der wird aufs Tor geschossen, aber 2 Meter übers Tor und die dritte Ecke, die vierte Ecke, ganz genau von
für unsere Viktoria, weil, wie Hendrik das gerade richtig sagte, da habe ich nicht genau aufgepasst oder ich musste abwarten, das ist die vierte Ecke, weil der Ball abgefälscht worden ist von der rechten Seite. Wer läuft hin? Paco läuft hin und versucht von der rechten Seite den Ball jetzt in die Mitte zu schlagen. Genau, steht da auch noch David Philipp bereit. Gucken, ob es die kurze Ecke geben wird. Kevin Raut hier fast an der Mittellinie unterwegs. Gibt ja auch fleißig Anweisungen, finde ich ganz toll, wie er auch die Mannschaft da führt als Torwart. Jetzt David Philipp mit dem Eckball von links, von rechts mit links nach innen gezogen. Und dann kann Marius Funk abfangen. Der Ingolstädter Keeper macht das jetzt schnell. Ja, er macht schnell, er schießt den Ball nach vorne in Richtung Yannick Mause, der im Laufduell mit Niklas May in der Viktoria hilft. Aber Niklas May kann den Ball ins Seitenhaus klären. Es gibt einen Einwurf für Hast Ingolstadt. Hast du das gerade gesehen, Hendrik? Es war auch Rauhut, wollte dem Ball schon entgegengehen. Und dann sieht er aber, dass Niklas May den Ball bekommt und kann so wieder direkt zum eigenen Tor zurücklaufen. Und keine Gefahr für die Viktoria. Einwurf von der rechten Seite. Genau, von der rechten Seite hier noch 30 gespielten Minuten, steht immer noch 1-0 für unsere Viktoria in einem, ja, wie ich sagen würde, recht ausgeglichenen Spiel. Wir hatten, Richtig, wie du sagst, in einem ausgeglichenen Spiel, aber es ist nicht ganz ausgeglichen, es steht 1-0 für unsere Viktoria. Weiter Einwurf durch den Spieler mit der Nummer 16 von den Ingolstädtern, das war Malone. Malone hat den Ball nach vorne geworfen, aber der wird direkt abgefangen von unserer Viktoria. Viktoria kann den Ball aber nicht halten. Keidel versucht sich weiter durchzusetzen, bringt den Ball in die Mitte des Strafraums. Der wird abgefangen. Dann ist Russo dort, versucht den Ball nach vorne zu bringen. Henning bekommt den Ball und trägt ihn jetzt weit nach vorne. Marcela versucht jetzt dagegen zu gehen. Oh, das war eine ganz, ganz gefährliche Situation von der linken Seite. Titscht der Ball auf. Malone versucht an den Ball zu kommen, nimmt den linken Fuß hoch. Und Marcela versucht mit dem Kopf dahin zu gehen. Man könnte sagen, gefährliches Spiel auch von Marcela, weil er den Kopf zu tief hatte, oder von Malone, dass er den Fuß zu hoch hatte. Und der Schiri pfeift, was pfeift er? Freistoß für die Viktoria und geht hier zu dem Trainer von Ingolstadt hin. Er versucht ihn zu ermahnen und sagt ihm wohl, das gefällt ihm hier nicht, dass er die ganze Zeit rummotzt. Sie schlagen sich aber gegenseitig auf den Rücken. Nicht aufs Gesicht. Ich glaube, ich habe da unten Grillitsch gesehen. Ist Grillitsch hier auch bei Ingolstadt aktiv als Sportdirektor oder so etwas? Ja, das ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachschauen in der Halbzeit, ja? Ob das so ist. Ja? Sollten wir wissen, wenn es so ist. Ich gehe mal stark davon aus. Ich weiß jetzt nicht, warum er sonst hier ganz sein genau, sollte. Ganz genau. Du hast das Ex-Duisburger. Ja, auf jeden Fall die Ingolstädter. Freistoß. Schon wieder mit dem Foul. Aber was ich gerade noch sagen wollte, diese linke Seite, das gefällt mir die ganze Saison schon bombastisch gut. Hier mit Niklas May und Luca Marseila, da sorgen wir wirklich für ordentlich Betrieb. Ja. Es war richtig gesehen von uns, Grillitsch war hier unten und Sportdirektor ist da. Aber dafür haben wir unseren Felix, das muss ich ja sagen. Der ist da immer ganz, ganz schnell, schaut nach und zeigt uns hier eine Tafel und zeigt nur, ja Jungs, ihr habt das richtig gesagt, es war der Grillitsch, der da unten gerade auch ermahnt worden ist. Aber jetzt versucht die Viktoria weiter aufzubauen im Mittelkreis. Am Mittelkreis wird der Ball aber abgefangen von den Ingolstädtern. Der Ball wird versucht nach vorne zu tragen. Aber schaffen sie nicht. Die Viktoria hat den Ball jetzt auf der linken Seite, hier direkt vor unserer Sprecherkabine. Und Einwurf für Viktoria Köln. Wer macht den Einwurf auf der linken Seite? Ja, Niklas May. Wie immer. Genau, wie immer. Jetzt mit dem, noch nicht mit dem Einwurf. Wirft jetzt Linie lang. Da ist jetzt Luca Marseille. Legt den Ball nochmal zurück zu Brian Henning. Oh, der zieht nach innen und wir holen wieder einen Freistoß raus. Aber das muss auch die gelbe Karte geben. Das gibt die gelbe Karte für die Nummer 8 von Ingolstadt, für Benjamin Kanuric. Aber ich muss echt sagen, was wir da technisch abreißen, ist ja echt klasse, wie wir hier die gelben Karten provozieren, indem wir geschickt uns drehen und wenden und einfach auch viel zu quirlig sind hier für die Ingolstädter, die da kein Mittel finden, uns vom Ball zu trennen, beziehungsweise Ryan Henning. Mit einem Freistoß raus. Linke Seite. Zwischen Mittellinie und Eckfahne in der Ingolstädter Hälfte. Sehr nah an der Seitenauslinie. Stehen jetzt David Philipp und Bogicevic. Aber Philipp wird den Ball links vom Tor wegziehen. Schiedsrichter pfeift an. Ball geht zu Paco, der jetzt mit der Flanke zum rechten Fünfer-Eck. Aber da kann Ingolstadt klären und vielleicht kontern. Klaus. Nein, sie kontern ihn nicht.
Er wird direkt abgefangen hier von der Victoria. Und dort ist Philipp und dann Masaila am Ball auf die rechte Seite, gibt ihn zu Paco. Paco versucht sich recht durchzusetzen. Der wird abgefangen. Einwurf für Victoria Köln. Meint die Victoria, aber der Schiedsrichter pfeift. Er pfeift und sagt, nein, 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 lieber Paco, das ist nichts hier für dich. Kein Einwurf für dich, sondern das ist der Einwurf hier für die Ingolstädter. Der Einwurf wird jetzt getätigt von dem Spieler mit der Nummer 16, der schon hier die gelbe Karte hat, Melon. Melon ist ungefähr 20, 30 Meter von der Eckfahne entfernt, ungefähr in der Mitte der eigenen Hälfte. Schlägt den, wirft den Ball weit nach vorn, wird wieder abgefangen von der Victoria. Weiter Einwurf, nächster Einwurf für die Ingolstädter. Sie befinden sich jetzt ungefähr 20 Meter von der Mittellinie entfernt, schon in der Hälfte von Victoria Köln. Melon nimmt sich wieder den Ball und versucht ihn jetzt nach vorne zu werfen. Er hat einen weiten Einwurf, titscht den Ball jetzt einmal auf den Boden, titscht ihn zweimal auf den Boden, nimmt sich seinen linken Arm, reibt sich oben die Stirn, damit auch der Schweiß weggeht. Jetzt holt er seine Spieler, versucht heranzuholen. Der Ball, der kommt jetzt weit nach vorne, geht bis in den Strafraum hinein. Der Ball, der wird abgefangen. Unser Torwart Raut hat den Ball ganz, ganz ruhig mit der Brust gestoppt und nimmt ihn jetzt hoch. Der Spieler mit der Nummer 7, Mause, geht unserem Torwart entgegen, aber Raut nimmt den Ball, wirft ihn auf die linke Seite auf Gregor. Gregor hat den Ball, schlägt ihn weit nach vorne auf Masaila. Masaila versucht auf der, nein, auf Philipp. Philipp versucht links durchzugehen, greift direkt den Spieler mit der Nummer 32, Lorenz, an. Lorenz fällt, dabei fällt über die eigenen Füße, wollte hier einen Freistoß, aber den hat er natürlich nicht bekommen, weil der Schiri hat das gesehen, dass er über die eigenen Füße gefallen ist. Die Victoria Henning hat den Ball abgefangen, wieder auf Philipp. Philipp wieder in die Mitte. Der Ball wird aber hier abgefangen vom Strafraum. Torwart der Ingolstädter kann den Ball halten. Funk am Elfmeterpunkt gibt auf die linke Seite zu dem eigenen Spieler den Ball weiter. Und der Spieler mit der Nummer 32, Fröde, nein, Lorenz, treibt den Ball nach vorne. So sieht es aus. Ingolstadt den Ball, legt den Ball auf rechts raus zu Deichmann, der wieder in die eigene Hälfte. Aber es ist echt interessant zu sehen, wie, ja, ich würde sagen, die Ingolstädter schon technisch überlegen sind. Haben echt kein Mittel oft, außer uns mit einem Foul zu stoppen. Aber auch Brian Henning, wie er da immer wieder dazwischen geht, das ist echt genial in diesem Spiel, bislang nach 35 Minuten. Hoffentlich hält das so. Ingolstadt jetzt weiter in den Ball, besitzt auf der rechten Seite in der Viktoria-Hälfte mit Kopacz. Ja, zieht erstmal nach innen, 35 Meter vorm Tor, zentrale Position. Ja, muss dann nochmal links rauslegen. Ingolstadt jetzt in der Viktoria-Hälfte auf der linken Seite zwischen Mittellinie und Eckfahne, legen den Ball ins Zentrum. Der Ball geht auf die linke Seite, im linken Strafraum. Eck dribbelt jetzt Richtung Grundlinie. Aber da können ja Paco und Henning zusammen den Ball festmachen. Wir holen den Einwurf raus hier nahe unserer Eckfahne, der Victoria-Eckfahne. In der Hälfte unserer Victoria. Das war klasse in der Gemeinschaftsproduktion, wie sie den Spieler angegriffen haben. Jetzt Einwurf von der rechten Seite, ungefähr 10 Meter entfernt von der Eckfahne, hat Paco den Ball. Er nimmt ihn in den hinteren Kopf, überlegt noch genau, wo kann ich den Ball hinwerfen, wirft ihn dann weit nach vorn. Und der Falscher Einwurf. Das war ein falscher Einwurf. Das ist echt selten. Sowas sieht man fast nie. Dass das auch gepfiffen wird. Also ich finde, man sieht öfter mal Einwürfe, die sehr falsch aussehen. Auch in höheren Ligen. Aber das wird eigentlich nie abgepfiffen. Richtig. Die Leute sind sich sehr sicher. Aber jetzt könnte es nämlich gefährlich werden, weil Ingolstadt kriegt jetzt einen Einwurf aus einer sehr gefährlichen Position. Auf Höhe der linken 16er Kante in der Viktoria-Hälfte. Da wird auch weit, weit, weit eingeworfen. Fast alle Spieler im Strafraum. Ganz genau. Das wird jetzt wie eine Flanke kommen, ja. Ganz genau. Also der Einwurf wird getätigt von der linken Seite. Der Ball, der kommt in die Mitte von dem Strafraum. Aber die Victoria Schulz ist an dem Ball. Und jetzt könnte die... haben wir gerade Glück gehabt. Der Spieler mit der Nummer 3 von... der Spieler mit der Nummer 7, Mauser, hatte den Ball, spielte einen Viktorianer aus. Aber der zweite von der Victoria kann reingrätschen. Und Einwurf von der rechten Seite von... den Ingolstädter. Der Ball, der wird nach vorne getragen. Es sieht gerade ganz, ganz eng und brenzlig bei uns im Strafraum aus. Wir müssen gucken, dass wir uns hier wieder konzentrieren. Und der Ball, der wird auf die rechte Seite von Bogicevic ins Ausgeschossen. Liebe Jungs, holt mal Luft. Konzentriert euch wieder. Konzentriert euch nicht nur, sondern stellt euch wieder anständig auf, damit hier nichts mehr anbrennt. Wir schreiben nämlich jetzt die 38. Minute. Und wieder Einwurf ungefähr auf dem 16 Meter Höhe wird wieder eingeworfen von der linken Seite. Der Ball, der kommt wieder wie eine weite Flanke in den Strafraum hinein. Und dort ist Lorsch, kann den Ball schön nach vorn tragen. Und jetzt wird der Ball nicht mehr nach vorn geschossen, sondern in das Aus von der Victoria auf der linken Seite von unserem Torhüter Rauhut. Oh, liebe Leute, jetzt können wir mal gerade wieder Luft holen. Das war ja fast ein Powerplay, was hier Ingolstadt gerade veranstaltet hat. Wir schreiben nach wie vor die 38. Minute in der ersten Halbzeit hier im Höhenberger Sportpark bei dem Spiel Victoria Köln gegen Ingolstadt.
Genau, Ingolstadt ist im Ballbesitz in der Viktoria-Hälfte. Auf der linken Seite zwischen Mittellinie und Eckfahne ziehen da nach innen mit Mause. Der muss abdrehen, aber der kann sich da durchsetzen im Zentrum. Ja, muss den Ball aber nochmal rechts rauslegen. Cvetinovic zu einem seiner Teamkollegen, aber am Ende klärt dann Lorch ins Aus. Ungenauer Pass da von den Gästen. Es gibt jetzt einen Einwurf in der Viktoria-Hälfte von der rechten Seite. Lässt sich da Zeit, das zwischen Mittellinie und Eckfahne. Hier fast 40 Minuten hier gespielt. Immer noch 1-0 für unsere Viktoria. Und da wird wieder weit Anlauf genommen. Malone wird den Ball wieder wie eine Flanke, ja, bringen. Das ist wohl der Einwurfspezialist hier in und bei Ingolstadt. Einwurf weit in die Hälfte, in den Strafraum hinein von der Viktoria. Der Ball, der wird mit dem Koffer abgefangen. Und Rauhut kann den Ball oben sich schnell rausholen und wirft ihn direkt auf der rechten Seite auf Philipp. Philipp versucht direkt das Spiel von der Viktoria aufzubauen, verliert aber den Ball in der eigenen Hälfte. Und wieder sind die Ingolstädter dran und versuchen das Spiel noch schneller zu machen. Mause geht auf der linken Seite durch. Dort wird der Ball weitergespielt auf Malone. Malone versucht, den Ball wieder auf den Spieler mit der Nummer 43, Keidel, weiterzugeben. Auf der linken Seite versuchen sie immer näher von dem Strafraum zu kommen, versuchen den Ball jetzt einzudrängen. Jetzt wird es langsam wieder etwas ruhiger für die Viktoria. Der Ball, der wird nach hinten getragen von Ingolstadt, dann wieder auf die linke Seite. Sie versuchen das Spiel ganz, ganz schnell hier aufzubauen, kommen aber nicht durch. Russo kann den Ball auf der rechten Seite abfangen. Paco bekommt den Ball. Nein, nicht Paco. Philipp sollte den Ball bekommen, verliert den Ball. Also die Ingolstädter haben jetzt hier seit 5 Minuten ein eindeutiges Übergewicht. Ja, so sieht's aus. Und ich hoffe, wir retten uns hier noch in die Pause. Was heißt retten? Aber ich hoffe, wir kommen hier in die Pause unbeschadet, ohne Gegentor. Ingolstadt macht jetzt hier mächtig Druck, legen den Ball jetzt auf die linke Seite raus. Oh, und da ist ein Ingolstädter, der köpft den Ball da am Strafraum. Eck im linken. War da eingelaufen. Aber keine Gefahr für Kevin Raut, Ball ins Tor aus, gibt Abstoß, 40 Minuten hier gespielt. Ja, eins nachzulegen vor der Halbzeit, das wäre so wichtig gegen formstarke Gäste aus Bayern. Jetzt erstmal der Abstoß, Kevin Raut auf die linke Seite, das ist Gregor, der muss den Ball jetzt nach vorne schießen in die Ingolstädter Hälfte. Das ist Philipp, der kann den Ball festmachen, legt den Ball auf links raus zu Brian Henning. Der Ball Richtung Elfer, Punkt. Aber da kann den Ingolstädter erklären, also das ging ja wieder mordsmäßig schnell. Ich weiß nicht, ob das 2 Sekunden waren, wie der Ball da von links hinten von Gregor auf einmal fast im Strafraum war. Wird der Ball schnell nach vorne getragen und wir befinden uns jetzt 1 Meter neben der Eckfahne von den Ingolstädtern, aber der Niklas May geht noch ein paar Schritte zurück, versucht jetzt den Ball nach vorne zu werfen, versucht ihn auf Henning zu werfen und der Ball, der wird von Ingolstadt wieder abgefangen. Der geht ins linke Aus auf der Haupttribüne ungefähr 20, 30 Meter von der Mittellinie entfernt ist Mai jetzt, holt sich den Ball und versucht ihn jetzt weit auch nach vorne zu stellen. Der Schiri pfeift ihn nochmal an, er sollte bitte ein paar Schritte zurückgehen. So weit darfst du nicht nach vorne, Niklas. Niklas, du musst schauen, dass du wirklich dort eben den Ball reinwirfst, wo der auch ausgeschossen ist, sagt, scheint der Schiri ihm zu sagen. Und der Ball, der wird jetzt eingeworfen zu Schulz. Schulz jetzt auf den Ball nach hinten. Oh. Und was war das denn hier? Das war ja wohl ein ganz böses Foul von Mause. Was hat er dort gemacht? Geht hier auf Schulz zu und bekommt hier auch gerechtfertigterweise die gelbe Karte. Er stürmte auf den Spieler von Viktoria direkt drauf zu. Und es bekommt auch hier unser Co-Trainer die gelbe Karte vom Schiri, weil er sehr aufgesprungen ist und sagte, liebe Leute, das kann doch nicht sein, was ihr hier mit unserem Spieler macht. Ich sehe das ganz genauso, das darf doch nicht sein. Wir sind hier bei einem Fußballspiel und Fair Play muss hier auch noch zählen. Es kann hier nicht mit so einem Foul, das ist auch noch ein Arbeitsplatz, den wir hier haben. Und auf dem Arbeitsplatz Fouls gibt es, aber das hier war ein sehr, sehr übermotiviertes Foul. Oder wie siehst du das, Hendrik? Ja, auf jeden Fall. Olaf Jensen hier aufgesprungen, da war Ivica Grilic auch gar nicht mit einverstanden mit der Reaktion der Viktoria. Bank. Ich meine, am Ende steht Michael Schulz wieder. Da haben sie alle wieder vertragen. 43 Minuten gespielt, nochmal hier ein Aufreger. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Yannick Mausi mit der gelben Karte. Ja, kartenreiches Spiel. Ja, ganz genau. Wenn man sich das anguckt, wie viele gelbe Karten gibt es schon? 4 gelbe Karten insgesamt gibt es schon. In der ersten Halbzeit. 3 für die Ingolstädter und 1 für unsere Viktoria. Der Ball, der muss jetzt hier nach vorne getragen werden. Auf der rechten Seite wird der Ball nach vorne getragen, wird aber abgefangen. Einwurf für die Ingolstädter ungefähr 10 Meter entfernt von der Mittellinie auf der linken Seite.
Wer wirft dort wieder ein? Wieder Malone ist es. Malone, der den weiten Einwurf hat. Genau. Das ist auch interessant. Alle Ingolstädter bewegen sich Richtung Strafraum. Ball wieder Richtung linkes Fünfer-Eck. Wird verlängert. Henning kann den Ball klären. Jetzt trotzdem weiter in Ingolstadt in der Viktoria-Hälfte im Ballbesitz auf der linken Seite. Aber da kann Bogicevic den Ball erobern. Schickt da jetzt mal David Philipp. Aber Ingolstadt kann klären. Gibt auf den Kosten Einwurf. Einwurfs, ja. Hier auf Höhe der Mittellinie. Von der rechten Seite. Ball wird in die Viktoria-Hälfte zurückgeworfen. Und Ball wird in den eigenen Reihen gehalten. Ball jetzt bei Kevin Rauhut, der mit dem weiten Schlag über die Mittellinie. Ja, Ingolstadt kann den Ball nicht festmachen. Deswegen Paco am Ball. Schießt den Ball jetzt mal auf die rechte Seite in die Ingolstädter Hälfte. Aber da steht niemand. Deswegen der Ball jetzt beim Ingolstädter Keeper Marius Funk nochmal mit dem weiten Ball da auf die rechte Seite. Den Rebound kriegt da Ingolstadt. Jetzt gibt es erst einen Freistoß in der Ingolstädter Hälfte für unsere Viktoria. Auf der linken Seite jetzt Luca Masala wieder eine tolle Körpertäuschung zwischen Mittellinie und Eckfahne. Auf der linken Seite spielt da Katz und Maus mit der Ingolstädter Hintermannschaft. Kann den Ball dann ins Zentrum legen, können jetzt nochmal ruhig aufbauen. Und es wird auf die rechte Seite verlagert, das Spiel. Von der linken Seite auf die rechte Seite, schnell zu Schulz. Schulz spielt den Ball weiter auf unseren Spieler mit der Nummer 8, Bogicevic. Bogicevic wieder auf Russo, Russo wieder auf die rechte Seite. Versucht hier das Spiel aufzubauen und der Ball wird wieder nach hinten gespielt auf Schulz. Schulz weiter auf die rechte Seite. Wir befinden uns hier ungefähr an der Mittellinie. Der Ball, der wird zurückgespielt auf unseren Torhüter. Auf unseren Torhüter, der ihn wieder nach links auf Gregor. Gregor versucht, Mai mitzunehmen auf der linken Seite. Links wird der Ball nach vorne getragen. Hier zu Philipp. Philipp wird festgehalten. Freistoß hier direkt vor unserer Reporterhäuschen. Freistoß für unsere Viktoria. Wir schreiben hier die 45. Minute nach wie vor 1:0 aus der 9. Minute für unsere Viktoria. Jetzt bekommt hier Olaf Jansen die gelbe Karte, weil er sich aufgeregt hat. Lieber Schiri, das ist doch ein Spiel. Wir dürfen auch bitte etwas Emotionen zeigen. Was soll das denn sein? Es wird unser Spieler gefoult. Ja. Der Olaf regt sich auf mit Recht und dann so etwas. Ja, auch sehr interessant. Jetzt gehen die Kartenflut auch auf die Funktionäre über. Eine Minute Nachspielzeit. Zum Freistoß nach der Mittellinie hier von der linken Seite. Chris Greger. Und schau dir das mal an, da steht der Schiri ungefähr an der Mittellinie, breitbeinig, seine Arme in den Hüften gehalten. Und ja, wie sieht das denn aus? Wie ein Cowboy. Ja, wie ein Cowboy, dankeschön. Es fehlt nur noch der Colt. Ja, ganz genau. Okay, wir lassen uns hier auf das Spiel gerade konzentrieren. Nach wie vor 1:0 für unsere Viktoria. Einwurf von der rechten Seite für die Viktoria. Wir schreiben noch 30 Sekunden hier. Wir wollen hoffen, dass wir das 1:0 jetzt mit in die Halbzeit nehmen. So sieht's aus. Ja, jetzt mal hier Geplänkel, Einwurf. Paco sollte aber jetzt aber sich nicht zu viel Zeit nehmen, sonst gibt es aber mal ganz gerne Gelb wegen Spielverzögerung. Und das Spiel ist abgepfiffen. Vorerst. Erste Halbzeit ist rum. Viktoria Köln gegen FC Ingolstadt. Die Gastgeber, die Viktoria, führt hier mit 1:0. Und getroffen hat Toni Bogicevic nach feinem Spielzug über die linke Seite. Da ging es mal richtig schnell. Niklas May mit dem Assist. Und ja, Klaus, was sagst du zur ersten Halbzeit? Ja, lass mir mal ein kleines Resümee hier machen. Zuerst mal dachte ich, das Spiel ist etwas langsam. Die Viktoria baut das Spiel langsam auf. Ingolstadt versuchte sehr, sehr früh schon Vorchecking zu machen. Wir hatten beide, glaube ich, ein bisschen so den Eindruck, dass Ingolstadt das Spiel in die Hand bekommt. Und dann war dieser geniale Spielzug von unseren Spielern da in der 9. Minute, seitdem es 1:0 steht. Sonst würde ich sagen, ist das hier ein ausgeglichenes Spiel, was wir sehen, Hendrik. Das auf jeden Fall Ingolstadt immer wieder mit Nadelstichen und wir sind hier noch keineswegs durch. Zweites Tor muss nachgelegt werden. Wir sind gespannt auf die zweite Hälfte. Klaus, ich würde sagen, wir machen 5 Minuten kurz Pause und reden dann gleich weiter. Bleibt dran. Genau, bleibt dran. Wir müssen 5 Minuten Pause machen. Wir müssen unsere Luft gerade etwas holen. Wir wollen euch gerne gleich noch ein paar Sachen hier erzählen, aber 5 Minuten Pause. Danke, Hendrik. Bis gleich geht's weiter. Bis gleich. Ja, während noch die besten Hits des letzten Jahrzehnts laufen, sind wir wieder auf Sendung. Lieber Klaus, da gab es ja so eine Auslosung letztens. Oh ja,
ich glaube, das nennt man die Auslosung des DFB-Pokals, die zweite Runde. Ja. Und da hat ja unsere Viktoria auch wieder, glaube ich, etwas Glück gehabt mit dem Gegner, den wir bekommen haben. Hendrik. Da haben wir auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Es wird ein Heimspiel geben, es ist noch nicht terminiert. Es wird entweder der 31. Oktober, habe ich es richtig? Ja. Oder der 1. November sein, das ist noch nicht ganz klar. Wir treffen auf niemand Geringeren als Eintracht Frankfurt, den ganz genau. Bundesligisten, der nicht allzu weit entfernt sich befindet. Ja, ganz und genau. Nach dem Spiel gegen Werder Bremen freuen wir uns hier auf den nächsten Erstligisten. Der Verein wird in Kürze auch weiteres dazu bekannt geben. Aber erstmal muss das Spiel terminiert werden. Ganz aber genau. Wir freuen aber uns jetzt schon. Eines ist schon klar, was ich mitbekommen habe. Das ganze Spiel wird hier im Höhenberger Sportpark. Genau. Ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Ich denke, hier haben wir das 3:2 erlebt gegen Werder Bremen, gegen den Bundesligisten. Die Eintracht wird uns nicht unterschätzen, Henrik. Was, oder wie siehst du das? Also wir sind nicht nur Außenseiter. Natürlich dritte Liga gegen eine Mannschaft, die im Europapokal spielt, im Konfett-Cup. Aber wir werden hier alles tun. Oder was, wie schätzt du das ein? Ja, ich gehe auch mal davon aus, dass, klar, Frankfurt ist hier, kommt als Bundesligist, aber hat hier die dreifach Belastung und das ist natürlich für uns, ja, das, ich würde sagen, das zweite Spiel des Jahres so ungefähr. Also gegen Bremen ja schon toll, aber es wird ja immer nur noch toller. Da werden wir uns voll ins Zeug legen, alle Zuschauer, Spieler, Reporter und alle. Ja. Wir freuen uns sehr. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, es ist noch lange, lange hin, auch wie unser Kader dann aussieht. Hoffentlich bleiben alle fit und gesund. Klar, die Eintracht durch einen breiteren Kader und teurere Spieler, aber ich denke, wir können da den Hessen schon einen großen Fight liefern und da freuen wir uns schon ganz besonders drauf. Denkt dran, Spiel im Sportpark Höhenberg. Am 30. Oktober oder am 1. November, das wird sich jetzt noch ausstellen. Wir vermuten mal, oder wir können es nicht genau sagen, die Frankfurter sind ja noch im Europapokal selber tätig, ob das Spiel Dienstag oder Mittwoch ist. Wenn Sonntag das Spiel von den Frankfurtern ist, wird es vermutlicherweise Mittwoch sein. Aber das sind jetzt alles nur Spekulationen. Warten wir einmal ab, was uns dort mitgeteilt wird. Aber der Gegner, der ein Weltmeister spielt bei den Frankfurt und Götze mit, also und der Torwart ist ein internationaler Spieler, also es sind viele internationale Spieler, die bei der Eintracht spielen, also das wird schon ein Hammer. Ja, und das, was auch noch ein Hammer wird, ist natürlich hier die Fanunterstützung. In Frankfurt ja weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt für ihre Fans, da wird der Gästeblock auf jeden Fall komplett voll sein, das ganze Stadion wird komplett voll sein, 8.343. Ja. Zuschauerinnen und Zuschauern, wer Glück hat, kriegt eine Karte. Ganz ich wünsche manchmal, der Sportpark Höhenberg wäre ein bisschen größer. Gerade bei solchen Spielen rächt sich jetzt doch vielleicht ein bisschen, dass es diese eine Tribüne nicht mehr gibt. Ja. Neben Block 11, aber man muss auch fairerweise sagen, diese lohnt sich auch tatsächlich nur bei so großen Spielen. Ja. Aber es ist, wie es ist. Aber es wird ein echter Hexenkessel hier. Gut, ich will hoffen, Henrik, die Frankfurter Fans sind bekannt. Sie sind bekannt, dass sie viel Stimmung machen, dass sie wirklich ganz, ganz toll sind. Aber es gibt auch manche Sachen, die sie eben nicht so schön gemacht haben. Wir wollen einfach hier für uns sagen, wir wollen hier Fair Play eben sehen. Wir möchten gerne die Frankfurter Fans auch hier bei uns im Höhenberger Sportpark haben. Aber wir möchten gerne, hier gibt es schon heute auch aufrufen, bitte Fair Play auch hier bei uns in der Stadt Köln auf der Schälsig bei unserer Viktoria, oder? So sieht's aus. Richtige Worte. Man muss auch sagen, was unsere Viktoria in den letzten Jahren für eine Entwicklung hingelegt hat, dass wir sagen können, dass wir innerhalb von 2 Jahren gegen Teams wie Bayern München, Werder Bremen und Eintracht Frankfurt spielen. Das sind ja wirklich mehr als nur tolle Namen. Also das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß. Das sind alles internationale Mannschaften. Bayern München, der amtierende deutsche Meister. Dann hier Eintracht Frankfurt, die im Europapokal bis ganz, ganz weit gekommen sind. Werder Bremen, mehrfacher Pokalsieger. Also ganz, ganz toll. Und wenn ich mir das Spiel nochmal überlege, im Nachhinein gegen Werder Bremen, wo ich das große Glück hatte, das zu reportieren auch, als in der 92. Minute das 3:2 hier für unsere Viktoria gefallen ist und mir wirklich fast die Tränen in den Augen gekommen sind, das war einfach nur toll. Was sich hier auf dem Feld abgespielt hat, Hendrik, das ist für mich immer noch in bleibender Erinnerung. Das war einfach nur klasse. Ja, da hast du recht. Und wer es sich nochmal anhören möchte, wir haben alle unsere Reportagen gesammelt auf unserem YouTube-Kanal, Fußballradio Schäsig. Wir wollen auch nochmal aufmerksam machen auf unseren Radiosender, laut.fm/Fußballradio. Da läuft rund um die Uhr Fußballradio Schäsig, kölsche Musik.
Reportagen und ja, gute Laune 24 Stunden am Tag. Und genau, gute Laune, die können wir hier bis jetzt auch noch haben, Hendrik, weil unsere Viktoria führt seit der 9. Minute mit 1:0 gegen Ingolstadt. Und wenn man sich das mal genau überlegt, vielleicht interessiert euch, liebe Zuhörer, auch gerade, wie die Zwischenstände bei den anderen Mannschaften hier in der dritten Liga sind. Verl führt 2:0 zur Halbzeit gegen Bielefeld. Oh, das ist enorm. Ulm führt gegen 1860 München mit 1:0. Ulm hat letzte Woche 4:0 hier gegen Ingolstadt verloren. Ja? Die Viktoria, wie wir das hier euch allen gerade mitgeteilt haben, führt 1:0 gegen Ingolstadt. Freiburg 2, ganz überraschend, diese Saison, die waren letzte Saison die ganze Zeit weit oben, ja, sind jetzt weit unten, liegt mit 0:1 gegen Sandhausen zurück, wo wir letzte Woche 3:3 gespielt haben. Bis zur 87. Minute führten wir dort mit 3:1 und dann, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst es alle, was dann passiert ist, aber da lassen wir nicht mehr von reden, das war immer noch ein Punkt, den wir bekommen haben. Und 3:3 spielt man dort, also Sandhausen führt in Freiburg 1:0 und überraschenderweise liegt Saarbrücken mit 0:1 gegen Lübeck zurück. Ja. Also, wenn wir dann jetzt die aktuelle Tabelle uns anschauen würden, wäre die Viktoria auf Platz 3, wenn man sich das vorstellt. Also lassen wir das Ganze nicht zu sehr gerade thematisieren. Wir führen mit 1:0. Die anderen Ergebnisse haben wir gerade als Zwischenstände gesagt. Lassen wir jetzt mal schauen, dass gleich das Spiel hier weitergeht. Noch befindet sich keiner der Gegner, keiner der Mannschaften, sowohl unsere Mannschaft als auch die gegnerische Mannschaft hier nicht auf dem Spielfeld, sondern es wird hier nur von den Ersatzspielern der Ball hin und her geschoben. Und ich höre aber jetzt hier ein Klatschen schon. Da unten sehe ich auch schon Olaf Jansen. Du, ja, siehst ihn auch, oder? Den sehe ich auch, hat schon gelb gesehen. Muss, ja, jetzt auch aufpassen. Nicht, dass er gegen Mannheim noch auf der Tribüne sitzen muss. Jetzt kommen, ja, wir schon mal, kommt schon mal unsere Viktoria aufs Feld. In der zweiten Hälfte von links nach rechts dann auf Block 11 spielend. Und auf die Ingolstädter müssen wir hier noch ein bisschen warten. Nein, sie kommen auch raus. Wir dürfen gespannt sein, ob es Wechsel gibt. Es gibt. Felix ist gerade wieder da, unser Mann für alle Fälle. Er, ja, schüttelt schon den Kopf und sagt, nein, nein, lieber Hendrik, es hat kein Wechsel stattgefunden. Ich durfte gerade mal unten auf dem Platz auch sein, habe mir das angeschaut. Es findet kein Wechsel statt. Mit der gleichen Mannschaft, die in der ersten Halbzeit gespielt hat, spielen jetzt auch die Ingolstädter und die Kölner in der zweiten Halbzeit. Anschluss hat jetzt gleich die Kölner Mannschaft, oder? Nein, normalerweise müssen es die, ich wollte gerade sagen, Ingolstädter Anschluss. Ingolstädter haben, oder? Ja, wie gesagt, unsere Viktoria jetzt von links nach rechts. Ingolstadt jetzt mit dem Anstoß. Gut, und in wenigen Sekunden pfeift der Schiri das Spiel ja auch an. Alle Spieler befinden sich auf dem Rasen. Der Schiri geht noch einmal vom Mittelpunkt weg, schaut nach links zu dem Torwart von der Viktoria, schaut auf die rechte Seite zu dem Torwart von Ingolstadt, schaut jetzt auf seine Uhr und pfeift an. Das Spiel beginnt mit Anschuss für Ingolstadt. Genau, die schießen den Ball jetzt nach vorne. Die zweite Halbzeit ist eröffnet. Da wird der Ball nach vorne gegeben. Jetzt Paco am Ball, schießt den Ball in die Ingolstädter Hälfte. Aber die sind sofort wach und köpfen den Ball sofort wieder zurück. Jetzt der Ball in der Viktoria Hälfte. Am Ende gibt es den Einwurf für unsere Viktoria von der rechten Seite. Etwa 25 Meter von der Mittellinie entfernt. In der Viktoria Hälfte. Paco jetzt mit dem Einwurf Richtung David Philipp und der Ball geht in die Mitte. Luka Maseiler versucht da mal Doni Bogicevic Richtung Strafraum zu schicken. Das Marius Funk kann den Ball da ins Seitenaus klären. Es gibt den Einwurf für unsere Viktoria. Einwurf von der rechten Seite. Wer wirft den Ball ein? Wie immer, Paco hat sich den Ball genommen. Dreht ihn mit der rechten Hand, versucht den Ball weiterzudrehen, wirft ihn dann nach vorne. Der wird direkt abgefangen von Ingolstadt. Ingolstadt treibt den Ball nach vorne. Lorsch kann ihn aber abfangen. Einwurf auf die linke Seite. Wieder hier von dem Spieler mit der Nummer 8, Kanuric. Kanuric legt den Ball aber hin. Er wird wieder eingeworfen. Von wem natürlich? Malone. Malone ist der Mann hier, der die Einwürfe von links und von rechts macht, der einen Einwurf hat, der bis in den Strafraum hineingeht. Jetzt wieder gehen die Ingolstädter von der linken Seite, versuchen sie durchzugehen, gehen hier an Paco vorbei. Paco kann den Ball hier nicht bekommen. Der Ball, der wird abgefangen und wieder Einwurf für
die Ingolstädter von der linken Seite. Malone hat den Ball wieder auf der linken Seite, versucht ihn einzuwerfen, geht jetzt ungefähr 10 Meter von der Linie entfernt. Wir befinden uns 15 Meter von der Mittellinie, 20 Meter von der Mittellinie auf der linken Seite entfernt. Er wirft den Ball wieder ziemlich weit hinein. Oh. Das ist eine Flanke, der geht bis in den 5-Meter-Raum. Das gibt's doch gar nicht. Und da ist Rauhand, unser Torwart. Rauhut hat ihn abgefangen, aber das ist ein Einwurf, Henrik. Ja, da müssen, wir echt aufpassen. Hier werden die Einwürfe echt zu Flanken. Jetzt erstmal der weite Abschlag von Rauhut in die Ingolstädter Hälfte. Da kann sich Luca Marseille auf links durchsetzen. Sehr, sehr stark. Auf der Höhe der linken 16er Kante holt er den Einwurf raus. In der Ingolstädter Hälfte da, 16 Meter von der linken Eckfahne entfernt, gibt es jetzt den Einwurf. Von Mai natürlich. Von Mai natürlich. Kann er auch so weit werfen? Ja, kann er, aber muss er gar nicht, denn er wirft zum linken Strafraum Eckrick zu David Philipp, gibt den Ball wieder zurück. Ja, jetzt kann die Viktoria wieder von hinten aufbauen, hier nach 48 gespielten Minuten. Kevin Raut am Ball, ja, wie schon gegen Duisburg, strahlt unfassbar viel Sicherheit aus. Jetzt der Ball nach vorne geschlagen in die Ingolstädter Hälfte Richtung Paco. Ja, da im Duell mit Ingolstädter, der kann den Ball nicht richtig, ja, kann den Ball doch nach außen klären. Ingolstadt jetzt in Bedrängnis, können das spielerisch lösen in ihrer eigenen Hälfte, können den Ball jetzt, ja, über die Mittellinie nicht geben, denn da ist Lorch, ja, mit dem Tackling, da wird doch noch nachträglich das Foul gepfiffen. Also, das war sehr verspätet. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Foul war. Oder auf jeden Fall Freistoß. Gut. Ja, jetzt es war schon Foul kleiner dann, Schubser. Ja. Foul ist dann, das haben wir alle gelernt, wenn der Schiri pfeift. Wir beide, wir dürfen eine Meinung haben, aber der Schiri hat gepfiffen. Und wir befinden uns hier direkt an der Mittellinie, direkt vor unserer Sprecherkabine. Der Spieler mit der Nummer 23, Seifert, ist hier an dem Ball. Und wer ist dabei? Es ist kein Einwurf. Es ist Malone, der den Ball auch hier mit dem Freistoß, mit dem linken Fuß nach hinten zu dem eigenen Spieler schießt. Und Malone hat wieder den Ball und macht einen Seitenwechsel auf die rechte Seite. Die Ingolstädter versuchen aufzubauen, das Spiel von Fröde. Fröde versucht den Ball nach vorne zu tragen, aber der Ball, der wird abgefangen von Philipp. Philipp weiter auf Bojicevic. Bojicevic, was macht er mit dem Ball? Gibt ihn zurück auf unseren Spieler mit der Nummer 6 auf Russo. Russo versucht den Ball weiter zu treiben, aber das Spiel wird beruhigt. Es wird beruhigt auf der linken Seite auf Gregor. Gregor schlägt den Ball weit nach vorne und die rechte Seite hier, der Linienrichter hebt die Fahne. Was bedeutet das? Natürlich Abseits. Abseits von unserem Spieler auf der linken Seite. Marseille stand sehr weit. Nein, es war Mai, der hier sehr weit im Abseits stand. So sieht's aus. Deswegen kann Ingolstadt jetzt hier wieder aufbauen von hinten. Da über die rechte Seite. Jetzt Funk muss den Ball abschlagen, also muss weit nach vorne schießen, weil Philipp ihn angegangen hat. Das ist jetzt Mause. Kann den Ball über die Mittellinie leiten, aber das ist Paco aufmerksam. Dribbelt in die Ingolstädter Hälfte. Jetzt mal kann die Viktoria es schnell machen. Legt den Ball ins Zentrum. Das war Bogicevic, aber zu ungenau. Jetzt Ingolstadt wieder mit dem Konter. Ziemlich viel Gewusel jetzt gerade. Wir sind in der Ingolstädter Hälfte, die jetzt wieder von hinten aufbauen können. Wir sind jetzt wieder beim eigenen Keeper. Ball wird da gehalten. Philipp läuft da wieder gut an, genauso wie Bogicevic. Ingolstadt wird hier kein Raum gegeben, können sich da aber trotzdem spielerisch befreien. Schießen den Ball jetzt auf die linke Seite in die Viktoria Hälfte. Das ist die Nummer 23. Seifert. Da war Seifert. Der legt den Ball ins Zentrum. Der will den Ball wieder ins Zentrum legen. Wollen den Ball wieder ins Zentrum legen, aber Viktoria dazwischen, aber am Ende hat Ingolstadt wieder den Ball und können jetzt wieder in den eigenen Reihen den Ball hin und her spielen. Ja, und der Ball, der läuft jetzt über die Mittellinie zu dem Spieler mit der Nummer 29, Kopacz. Kopacz versucht den Ball nach vorne zu treiben, nimmt aber hinten seinen eigenen Spieler wieder mit. Und der Ball, der wird nach vorne getragen. Der wird nach vorne getragen durch Keidel. Keidel auf der linken Seite wieder zu dem Spieler mit der Nummer 8, Kanuric. Kanuric versucht durchzugehen und der Ball, der wird abgefangen von unserem Spieler mit der Nummer 3, Michael Schulz. Ganz souverän kann er sich hier durchsetzen. Einwurf für die Viktoria, ungefähr 20 Meter, 25 Meter vom Strafraum entfernt. Auf der rechten Seite, wer wirft von der rechten Seite ein? Natürlich Paco. Auf der linken Seite ist es zwei, rechten Seite Paco. Paco wirft den Ball nach vorn, kann den aber nicht zum eigenen Spieler bekommen. Der Ball, der wird abgefangen durch den Spieler mit der Nummer 16. Das ist Malone. Malone ist auf der linken Seite, Malone ist auf der rechten Seite. Malone wirft ein, Malone hat einen Kopf, macht den Ball mit dem Kopf weg und mit dem Fuß weg. Wieder Einwurf von der rechten Seite von Paco. Paco versucht den Ball nach vorne zu werfen und wieder von Malone abgefangen. Der Ball, der geht hier jetzt wieder ins Aus. Alles findet gerade vor unserer Sprecherkabine statt, Henrik. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, Malone jetzt schon wieder mit dem Einwurf hier. So viel wie wir diesen Mann bewerben. Nicht, dass er noch ein paar Angebote hier bekommt. Er hat auch die gelbe Karte. Ja, natürlich. Hat auch die gelbe Karte und jetzt wieder ein weiter Einwurf, ja, von Höhe der Mittellinie. Von der linken Seite wirft er fast bis, er wirft in den Strafraum von der Mittellinie. Also das ist ja unfassbar. Ingolstadt weiterhin im Ballbesitz in der Viktoria-Hälfte. Hier nahe des linken Strafraum-Ecks können den Ball da ins Zentrum legen. Ja, müssen dann aber nochmal abdrehen. Alle Viktorianer hinterm Ball stehen da geschlossen.
Ingolstadt in der Viktoria-Hälfte, aber sehr nah der Mittellinie. Jetzt mal zentrale Position, 30 Meter vorm Tor, wird der Ball nach außen auf die linke Seite zu Seifert gegeben, der jetzt mit der Flanke Richtung Fünfer. Ingolstadt weiter in den Ballbesitz. Ball konnte geklärt werden. Da jetzt Kopacz nochmal hier auf der rechten Seite in der Viktoria-Hälfte mit der Flanke Richtung Fünfer. Rauhut faustet den Ball raus. Könnte es jetzt den Konter geben? Nein, denn Malone dribbelt ans linke Strafraum-Eck, schießt nochmal Richtung Elfer-Punkt. Der Ball geht durch und was eine Parade von Kevin Raut. Ich weiß nicht, ein Ingolstädter kam reingeflogen. Das war Deichmann. Was eine Parade von Kevin Raut. Jetzt Ingolstadt nicht mehr im Ballbesitz, sondern unsere Viktoria. Doch, Ingolstadt noch im Ballbesitz in der Viktoria-Hälfte. Ball im Seitenhaus. Einwurf für Ingolstadt. Das war gerade wohl sehr, sehr brenzlig, was hier passiert ist. Es kam ein weiter Ball von der rechten Seite direkt in den 5-Meter-Raum hinein und Raut musste Kopf und Kragen riskieren, faustete den Ball wirklich wunderbar in einer Flugparade daraus. Das war ganz, ganz gefehlt. Jetzt wieder Einwurf von der linken Seite durch Malone. Malone, der kann ja einwerfen, das haben wir Ihnen schon gesagt, wirft jetzt bis in den 5-Meter-Raum. Der Ball, der kommt in den 5-Meter-Raum. Was machen die Ingolstädter? Sie können den Ball nicht unterbringen. Die Viktorianer befreien sich jetzt mit einem weiten Schlag in die Hälfte von Ingolstadt. Wir schreiben die 53. Minute, 8 Minuten. Wir laufen jetzt hier schon in der zweiten Halbzeit und es ist fast ein Spiel gerade auf ein Tor. Was hat hier der Trainer der Ingolstädter den Spielern gesagt? Er hat ihnen bestimmt gesagt, liebe Leute, ihr müsst Druck machen. Zurzeit sind die Viktorianer hinten in der Abwehr etwas unsicher. Das heißt, sie müssen jetzt hier sich wieder mehr stabilisieren, die Viktorianer, und versuchen, das Spiel wieder ruhiger zu machen. Weiter ganz, ganz ruhig zu spielen. Das Spiel wird wieder angetrieben durch den Spieler mit der Nummer 32, Lorenz. Lorenz gibt auf den Spieler mit der Nummer 19 den Ball, bekommt den Ball wieder zurück. Das geht alles jetzt ziemlich schnell. Sie bauen den Ball, bauen das Spiel auf den Malone hat den Ball. Malone gibt dann wieder den Ball zurück. Sie bauen den Ball, das Spiel in der eigenen Hälfte auf. Der Ball, der wird auf die rechte Seite getrieben. Genau, Ingolstadt hier jetzt mit langen Ballbesitzphasen hier nach fast 55 gespielten Minuten. Ja, werden da angelaufen. Ich meine, die Viktoria führt immer noch mit 1-0. Wer kommen muss, ist jetzt Ingolstadt. Trotzdem sollten wir denen nicht zu viel Platz geben. 2-0 wäre ideal, weil wird jetzt in die Viktoria-Hälfte geschossen. Henning ist aufmerksam. Kopfball in die Viktoria-Hälfte, aber das ist Lorch. Kann den Ball in die Ingolstädter Hälfte köpfen. Jetzt Bogicevic auf der rechten Seite, nahe der Mittellinie. In der Ingolstädter Hälfte am Ball. Oh, wird er gelegt und kriegt er den Freistoß zugesprochen. Das war Glück. Denn Kanuric war da drauf und dran zu kontern. Und es war wirklich, Hendrik, wenn man ganz ehrlich ist, es war Schulter an Schulter, ja, wo sie das gemacht haben. Und da ist eben der Spieler von unserer Viktoria, Russo, eben weggeflogen. Und der Ingolstädter konnte stehen bleiben, aber der Schiri hat es gesehen und hat gesagt, Freistoß. So sieht's aus. Von der Mittellinie. Ja, Viktoria jetzt am Ball wieder mit Bogicevic legen ins Zentrum zu. Lorch, das ist jetzt Ryan Henning auf die linke Seite zu Niklas May, fast am linken Strafraum-Eck im Zusammenspiel mit Luka Marseiler. Der versucht es dann mit der Hacke, aber Ingolstadt kann vermeintlich gern. Nein, Viktoria am Ball, das ist jetzt Niklas May. Der steht jetzt aber im Abseits da auf der linken Seite. Ein Ingolstädter liegt da am Boden. Nee, steht wieder auf Deichmann. Ist das Deichmann gewesen? Ja, es ist Deichmann. Ja, der Spieler mit der Nummer 20, das ist Deichmann. Freistoß von der rechten Seite ungefähr 10 Meter von der Eckfahne entfernt und 10 Meter von der Außenlinie entfernt. Nein, der Keeper geht sogar hin, wirft sich den Ball an den Strafraum und macht den Freistoß selber von der rechten Seite aus. Wir schreiben jetzt die 56. Minute. Das waren 11 Minuten, wo Ingolstadt jetzt hier das Spiel mehr im Griff hatte, Hendrik. Ja, auf jeden Fall. Und das sollte eigentlich nicht so weitergehen. Das kann schnell mal nach hinten losgehen. Jetzt erstmal Ingolstadt, ja, versuchen anzugreifen, aber wir können den Ball wieder klären, also unsere Viktoria, und da gehen Marseiler und Philipp gut vorne drauf, stellen dann direkt den Keeper Marius Funk, der für die Ingolstadt den Ball wieder Richtung Mittellinie schießt, aber Brian Henning kann den Ball nach vorne köpfen, Ingolstadt trotzdem im Ball, das Ball jetzt in der Viktoria-Hälfte, am Mittelkreis, in der Luft, der springt da auf und ab. Am Ende kann die Viktoria den Ball festmachen, den Ball zurückgeben zu Kevin Rauhut, der jetzt mit dem linken Fuß ein Abstoß produziert, der nicht so stabil war. Deswegen Ingolstadt nicht am Ball, denn das war wieder Niklas May, der den Ball nach vorne klärt. Das ist jetzt hier echt ein Ping-Pong-Spiel. Der Ball nur in der Luft,
steht es in der Viktoria-Hälfte. Die Viktoria kann jetzt vielleicht kontern über links. Nein, der Ball geht ins Seitenhaus. Also was ist das denn jetzt hier? Also ihr bekommt es gerade mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind selber auch etwas verwirrt. Das, wie der Hendrik gerade sagt, ein Ping-Pong-Spiel. Es geht nach rechts, es geht nach links. Es wird aber kein anständiger Spielaufbau gemacht. Das, was hier nur zu sehen ist, die Ingolstädter versuchen jetzt hier uns Kölnern den Schneid abzukaufen. Sie versuchen jetzt hier das Spiel aufzureißen. Sie wollen hier das 1:1. Sie haben 3 Spiele hintereinander gewonnen. Sie haben einmal 4:0, sie haben einmal 4:1 und 2:1 gewonnen und wollen jetzt hier weiter angreifen. Ich glaube, sie wollen jetzt gerne nach oben, aber auf der rechten Seite. Das war wunderbar, was hier unser Spieler Bogicevic gemacht hat. Hat direkt den Spieler angegriffen von Ingolstadt. Einwurf für unsere Viktoria von Capo. Capo hat jetzt den Ball wieder zurückbekommen. Ist auf der rechten Seite, spielt den Ball auf Philipp. Philipp weiter in die Mitte, auf Masaila. Masaila versucht in den Strafraum zu kommen. Dort verliert der Viktorianer den Ball. Aber Russo hat den Ball wieder auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite weiter Paco. Paco versucht weiter mit rechts zu gehen. Rechts ist Bojicevic, versucht den Ball ins Ende zu tragen, trägt ihn aber nach hinten, versucht das Spiel wieder ganz zu beruhigen. Und Schulz hat den Ball auf der rechten Seite, nimmt unseren Torhüter Rauhut mit. Es wird wieder langsam aufgebaut, aber das, was hier passiert, die Ingolstädter machen ein wahnsinniges Vorchecken, greifen direkt die Viktoria in ihrer eigenen Hälfte an und der Schiedsrichter hebt, nein, der Linienrichter auf der linken Seite hebt die Fahne. Es war abseits auf der linken Seite, ungefähr in der Höhe der Hälfte von Viktoria Köln, in der Mitte der Hälfte von Viktoria Köln, 10 Meter von der Außenlinie entfernt. Henning hat den Ball, gibt ihn wieder zurück auf Gregor. Gregor wieder auf Lorsch. Lorsch, der in der Mitte ist, gibt den Ball jetzt auf die rechte Seite zu und Spieler Schulz. Schulz trägt den Ball weiter nach vorne, versucht Paco mitzunehmen, aber der wird abgefangen von den Ingolstädtern, die den Ball wieder nach vorne tragen. Das ist ein Spiel hier, wie es eben Hendrik gesagt hat, Ping-Pong. Ja. Es ist wirklich wahnsinnig schnell hier, das Spiel. Das kann man kaum noch hier reportieren. Ich komme mir fast vor, wie beim Eishockey, so schnell, wie ja. Ich gerade hier auch reportieren. So sieht's aus. Und der Ball wieder nach vorne geschlagen. Ball jetzt vielleicht mal am Seiten aus. Nein, immer noch im Spiel in der Viktoria-Hälfte. Gibt jetzt den Einwurf für den FC Ingolstadt hier nach 59 gespielten Minuten. Steht weiterhin 1:0 für unsere Viktoria. Einwurf jetzt für Ingolstadt. Die werfen den Ball jetzt in die eigenen Reihen zurück. Ja. Und können den Ball hin und her spielen. Alle Viktorianer hinterm Ball. Wir sind immer noch in der Ingolstädter Hälfte. Wissen nicht so recht, was sie da mit dem Ball anfangen sollen. Sind da gut zugestellt von unserer offensiven Reihe. Ball jetzt auf die rechte Seite raus. Aber da, ja, kann Ingolstadt den Ball trotzdem nochmal festmachen. Jetzt auf die linke Seite. In der Viktoria-Hälfte. Etwa 25 Meter vom Tor. Halblinke Position. Die Flanke ans rechte Strafraum-Eck. Der Kopf war in die Mitte. Da steht kein Ingolstädter. Und dann geht ein Viktorianer zu Boden. Es gibt den Freistoß aus dem Strafraum. Und jetzt gibt es einen Wechsel im FC Ingolstadt. Und zwar wird kommen Donald Nduka für die Nummer 16. Für Ryan Malone. Positionsgetreuer Wechsel. Nduka ordnen sich ein. Den linken Innenverteidigerposition. Ich muss ehrlich sagen gerade, Henrik, ich bin froh, dass der rausgeht. Bei diesem Einwurf, ja, den der hier hatte, das war häufig sehr gefährlich. Oder? Ja. Also das ist wirklich enorm. Schauen wir, wie Nduka sich schlagen wird. Genau, wir schreiben hier die 60. Minute. Der Ball, der ist bei unserem Torhüter. Der Torhüter spielt ihn auf die rechte Seite, auf Schulz. Schulz spielt ihn weiter auf Bogicevic. Bogicevic nimmt Paco mit Paco wieder nach hinten auf Russo. Russo hat den Ball, verliert ihn jetzt hiervon, aber hat Glück, dass er einen Ingolstädter Spieler anschießt. Und es müsste Einwurf für die Viktoria sein. Aber das wird hier anders entschieden. Oh, nicht, dass das noch Folgen haben wird. Also das war eine eindeutige Fehlentscheidung, so nennt man das auch, oder? Wie nennt man das? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn das jetzt Folgen haben sollte, dann weiß ich, also nein, es kann keine Folgen mehr haben, weil Ingolstadt spielt jetzt in den eigenen Reihen, also daraus darf jetzt eigentlich kein Tor passieren. Ich habe darauf angespielt, das war letzte Woche in Sandhausen auch, dass ein Einwurf gegen uns entschieden wurde, ja? Deshalb war ich da jetzt... hast du recht. Ja. Ball auf der rechten Seite jetzt in der Ingolstädter Hälfte, Brian Henning auf Paco da zum rechten Strafraum-Eck, aber Ball kann nicht richtig verarbeitet werden. Es gibt aber den Einwurf nahe der Eckfahne, etwa 15 Meter von der rechten Eckfahne entfernt für die Viktoria in der Ingolstädter Hälfte. Jetzt kann Ingolstadt den Ball aber klären. Duka schlägt den Ball Richtung Mittellinie, aber das ist Niklas May. Der köpft den Ball wieder nach vorne zu Luca Masaila.
Der setzt wieder Niklas Mai in Szene, der jetzt schon im Strafraum auf der linken Seite gibt den Ball nach innen, aber da steht ein Ingolstädter, der den Ball nur nach vorne klären kann. Also dieses Duo, Mai Marseiler, das funktioniert so unfassbar gut, schon die ganze Saison über und auch in diesem Spiel. Das ist echt tolles Direktspiel da der beiden. Ich gebe dir da vollkommen recht, aber hier hätte Niklas Mai etwas eigensinniger sein dürfen. Er kam in den Strafraum hinein und wollte noch einen eigenen Mitspieler in den Rückraum mitnehmen. Er hätte ihn vielleicht auch einfach nur mal abziehen dürfen, oder? Auf jeden Fall. Hätte er mal probieren können. Und jetzt Ingolstadt wieder mit dem Ballverlust. Viktoria kann den Ball über die Mittellinie bringen. Hier mit Parko auf der rechten Seite, sind in der Ingolstädter Hälfte. Russo jetzt im Zentrum zu Lorch. Der weiter zu Philipp 40 mit der zentralen Position vor dem Ingolstädter Tor. Wird da gelegt und es gibt den Freistoß für unsere Viktoria. Ja, sehr zentral. Etwas rechts gelegen. Etwa, das sind bestimmt 30, 35 Meter. 30 Meter würde ich 30 auch sagen. Meter, ganz genau. Vorm Tor. Naja, für einen Direktschuss bräuchte man vielleicht. Gut, wir hatten mal so einen Direktschuss von einem Spieler, der jetzt in seinem wohlverdienten Ruhestand ist. Das war Marcel Risse, als er noch beim ersten FC Köln spielte und gegen Borussia Mönchengladbach ein sensationelles Tor aus dieser Entfernung machte. Ja? Ich will das nicht ganz unterschätzen, dass man aus dieser Entfernung kein Tor schießen kann. Also wir befinden uns auf der halbrechten Seite, ungefähr 30 Meter entfernt. Philipp ist am Ball und Lorsch. Wer wird den Ball schießen? Philipp bereitet sich vor mit seinem linken Fuß. Was macht er mit dem Ball? Der Schiri pfeift und der Ball wird jetzt getreten. Nein, von Lorsch. Lorsch zieht ab und auf die Tribüne. Es waren 30 Meter entfernt und es waren vielleicht 5 Meter drüber. Ja, ganz genau. Also, ich habe das Gefühl, sobald man diesen alten Freistoß von Marcel Risse erwähnt, kommt meistens ein nicht so guter Freistoß. Okay, gut. Ich werde es nicht mehr machen. Auf jeden Fall Ingolstadt am Ball, schießen den Ball Richtung Viktoria-Hälfte. Da ist wieder Niklas Mai, der köpft den Ball. Post wird in die Ingolstädter Hälfte zurück, sodass unsere Viktoria jetzt aufbauen kann. Auf der rechten Seite mit Paco, etwa 35 Meter vom Tor. Auf der rechten Seite in der Ingolstädter Hälfte. Ja, zieht jetzt nach innen, ist jetzt schon am rechten Strafraum-Eck. Läuft Richtung Grundlinie, jetzt mit der Flanke und abgeblockt. Und es gibt den Einwurf etwa 15 Meter von der rechten Eckfahne entfernt in der Ingolstädter Hälfte für unsere Viktoria. Und das ist Paco mit dem Einwurf in den Strafraum. Aber David Philipp kriegt den Ball an die Brust, Ball geht ins Tor aus, Abschuss Ingolstadt. Nach wie vor, wir schreiben jetzt die 64. Minute. Es steht 1:0 für unsere Viktoria aus der 9. Minute. Bogicevic machte hier das 1:0 und die Ingolstädter versuchen diesen Rückstand jetzt die ganze Zeit aufzuholen. Und die Viktoria steht aber hinten, jetzt in der zweiten Halbzeit, nach den ersten 10, 15 Minuten, wo sie etwas schwächelten, stehen sie hinten wieder sehr, sehr sicher. Einwurf von der rechten Seite ungefähr auf der Mittellinie für die Ingolstädter, für unsere Gäste aus Ingolstadt. Dort wird der Ball hineingeworfen auf den Spieler. Nein, der Schiri pfeift den Ingolstädter wieder zurück. Er sollte bitte bis zum Mittellinie zurückgehen, damit er den Ball nicht weiter in die Kölner Hälfte trägt. Der Einwurf wurde getätigt. Es hat der Spieler mit der Nummer 27, Duka, den Ball auf der linken Seite, nimmt den Ball aber hinten wieder mit. Gibt ihn auf den Spieler mit der Nummer 32, Lorenz. Lorenz hat den Ball auf den Spieler mit der Nummer 34, auf Fröde gegeben. Fröde kann den Ball wieder auf den Spieler mit der Nummer 32, Lorenz, geben. Sie treiben den Ball jetzt nach vorn. Kanuric versucht auf der linken Seite durchzugehen, aber wird direkt von zwei Viktorianern angegriffen. Der Spieler mit der Nummer 27 eben eingewechselt worden ist. Nuka versucht das Spiel jetzt aufzubauen, schafft es aber nicht, spielt den Ball wieder zurück auf Lorenz. Lorenz treibt den Ball nach vorn, wird auf der linken Seite auf Seifert gespielt. Der ist im 16-Meter-Raum, der Ball, der wird in den 16-Meter-Raum geschossen. Aber die Viktoria ist direkt mit dem Kopf da und versucht, den Ball rauszuköpfen. Die Ingolstädter machen aber jetzt hier fast ein Powerplay. Sie befinden sich schon wieder in der Höhe des 16-Meter-Raums und die Viktoria ist aber jetzt hellwach. Marcella auf der linken Seite kann sich jetzt durchsetzen. Läuft hier der Konter von der Viktoria. Er geht immer weiter auf der linken Seite. Dort wird der Ball auf Niklas Mai gespielt. Niklas Mai läuft auf der linken Seite und wird hier abgefangen. Oh. Ungefähr auf den 16-Meter-Raum. Aber der Schiri pfeift nur Einwurf
Er sagt, das war kein Foul. Niklas May, steh auf, geht der Schiri wohl doch hin und will ihm das sagen. Aber Niklas May bleibt zuerst einmal liegen. Vielleicht brauchen wir jetzt auch etwas Luft. Das kann gut sein. Wir schreiben hier die 66. Minute im Höhenberger Sportpark. Es steht nach wie vor 1:0 für unsere Viktoria. So sieht's aus. Und das Spiel geht mit einem Wurf weiter. Von der linken Seite hier, etwa 15 Meter von der Eckfahne entfernt, in der Ingolstädter Hälfte. Ball jetzt zu David Philipp von der Post, wenden die Ingolstädter mit dem Ball. Gewinnen, es geht trotzdem hin und her. Ja, unsere Viktoria nochmal in Ballbesitz. Uninspiriert nach vorne geschlagen. Und am Ende gibt es dann den Einwurf für Ingolstadt. Also es ist echt ein seltsames Spiel gerade. Ball, Einwurf für Ingolstadt, rechte Seite. In ihrer eigenen Hälfte zwischen Mittellinie und Eckfahne. Ja, was fällt den Gästen jetzt hier noch ein? Ein weiter Einwurf Richtung Mittellinie zum Beispiel. Der Postwetten wieder abgefangen wird, nach vorne geschossen wird. Jetzt David Philipp am linken Strafraum Eck verliert das Kopfballduell. Trotzdem Niklas May auf der linken Seite am Ball. Ja, geht er kurz zu Boden, steht wieder auf. Setzt sich da sehr stark durch. Aber, ja, kann den Ball dann noch erobern. Linke Seite immer noch. Ball jetzt bei May, der im Strafraum. Ah nee, das war nicht May. Das war mal Seiten. Ja, ja. Und ein Einwurf jetzt für unsere Viktoria, aber das war wieder auf links, wieder klasse gespielt, also links. Links ist heute eine starke ganz Seite. Starke Seite, da hast du vollkommen recht hier, was May und Masaila hier zurzeit bringen, wie die eben sich ergänzen, das ist schon gut. Jetzt versuchen die Viktoria-Spieler das Spiel wieder aufzubauen. Wir befinden uns hier in der eigenen Hälfte von Viktoria Köln und der Ball, der wird hier gespielt auf unseren Spieler mit der Nummer 8, Bogicevic. Bogicevic auf die rechte Seite. Weiter sollte Paco angespielt werden. Der Ball, der kommt aber nicht an, wird abgefangen von Ingolstadt. Hier treibt Keidel den Ball immer weiter nach vorn. Gregor versucht auf der linken Seite dazwischen zu grätschen und wunderbar, wie schnell er ist und den Ball ins Aus befördert. Jetzt gibt es Einwurf für Ingolstadt auf Höhe der rechten 16er Kante. An der rechten Seite. In der Viktoria-Hälfte, das macht Deichmann. Ja, kann er ähnlich weit werfen wie Malone. Wir werden es sehen. Ja, versucht sich auch da. Ich weiß nicht, ob die Ingolstädter den Einwurftrainer beschäftigen. Sieht so aus. Jetzt der Ball auch wieder in den Strafraum Richtung rechtes Fünfer-Eck. Ball wieder bei Postwetten rausgeköpft. Wieder auf der rechten Seite. Jetzt bei Deichmann. Legt den Ball ins Zentrum. Ball wird jetzt nochmal den Elfmeterpunkt geschossen. Ball wird geklärt. Und Luca nochmal mit dem Schuss in den Strafraum. Trotzdem wieder abgefangen. Jetzt könnte die Viktoria kontern. Henning mit dem Ball auf die rechte Seite zu David Philipp in die Ingolstädter Hälfte, der da im Laufduell zieht jetzt nach innen zu Brian Henning, 16 Meter vom Tor, geht da zu Boden, aber schießt sich tatsächlich an, nur Ball gespielt, Ball geklärt von Ingolstadt. Und hier muss man ehrlich sein, es war Ball gespielt, ja. Auch wenn hier unsere Tribüne ganz laut brüllt, Mann, lieber Schiri, das war ein Freistoß. Nein, es war kein Freistoß, von hier oben konnte man das sehr deutlich sehen. Die Viktoria greift zweiter von der linken Seite aus an. Sie befinden sich in der Nähe von dem 16-Meter-Raum. Dort wird der Ball abgefangen von den Ingolstädtern. Nein, der Schiri pfeift sogar und sagt faul, was hier stattgefunden hat von Niklas May. Und Freistoß für Ingolstadt ungefähr auf dem 16-Meter-Raum. Oh, jetzt gibt es Gelb-Rot, glaube ich, für oder für Jansen. Nee, keine Ahnung. Was passiert jetzt? Nicht nein, oder? Was passiert jetzt? Der Schiri kommt und geht zu Olaf Jansen, sagt ihm, lieber, nimmt ihn in den Arm, sagt, lieber Olaf Jansen, da vorne ist ein Mitarbeiter von eurer Viktoria, der hat hier nichts mehr zu suchen, der hat hier sich anständig zu benehmen, er scheint hier einige Sachen zu sagen und zu machen, ich werde ihm jetzt hier die gelbe Karte zeigen und Olaf Jansen geht auch direkt auf den Spieler, auf den Betreuer zu und sagt ihm, komm bitte zurück. Ja. Liebe Sportfreunde, das war der sportliche Leiter Stefan Kösters. Ich danke dir, Felix, dass du mir das gerade gesagt hast, weil ich konnte mich daran erinnern. Stefan, du warst ja auch jetzt gerade schon in der Sportschau, wo du ja auch bekannt geworden bist. Und er war gerade auch sehr emotional und hat gerade die gelbe Karte bekommen. Olaf hat ihn sich in die Hand genommen und, wie gesagt, das geht nicht. Der genau. Schiri hat ihm die gelbe Karte gezeigt. Ingolstadt jetzt mit dem Vorschuss. Wir können gerade mal die Zuschauerzahl nennen. Gerade durchgegeben, 2616 Zuschauer an diesem Dienstagabend, Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Haben wir gut getippt. Wir sagten zwischen 2 und 3.000, also sind 2.600, ja? Ja. Hört sich auch gut an. Ingolstadt jetzt weiter in den Ballbesitz nach, ja, schon 70 gespielten Minuten. Marius Funk. Ja, was wird den Ingolstädtern noch einfallen? Bis jetzt auch nur ein Wechsel im gesamten Spiel.
Da haben beide Mannschaften ja noch ordentlich was auf der Bank sitzen. Kann ich mir mal vorstellen, dass Olaf Janssen vielleicht gleich mal ja, offensiv die Emsigen entlastet. Die laufen natürlich sehr stark an, auch in dieser zweiten Hälfte. Ingolstadt in der eigenen Hälfte im Ballbesitz. Versuchen den Ball jetzt mal nach vorne zu schlagen auf die rechte Seite. Deichmann da im Kopfball, mit dem Kopfball ist auch erfolgreich. Jetzt da zu Fröde, der auf die rechte Seite zu Deichmann. Der jetzt mit der Flanke, war das abgefälscht? Ja, es gibt den Eckball für Ingolstadt. Die dritte Ecke für Ingolstadt jetzt hier von der rechten Seite. Ja, das wird Kanuric machen. Aber schau mal, wie langsam er doch zur Ecke geht. Wir Warum? Schreiben hier die 72. Minute. Wir liegen zurück. Haben die Zeit von unserer Seite aus dafür Zeit zu lassen? Das ist keine Frage. Aber mit dem rechten Fuß versucht er jetzt, den Ball hier in den Strafraum von der Viktoria zu schießen. Und wir wollen nicht hoffen, dass dort ein Ingolstädter an den Ball kommt. Der Ball, der kommt in den Strafraum hinein, direkt in den Strafraum. Der Ball, der wird abgefangen von Marcela. Marcela schickt auf der linken Seite, versucht er Philipp zu schicken. Philipp könnte den Ball hinterhergehen. Aber der Ball, der kommt zurück zu Marius Funk, dem Torwart, der den Ball jetzt nach vorne schlägt. Und da muss unser Torwart, unser Kevin Rauhut, auch wieder nach hinten laufen, damit er gar nicht über ihn springt. Genau. Rauhut jetzt nimmt den Ball auf. Und ja, das Spiel weiter zu David Philipp, der Ball jetzt schon in der Hälfte der Ingolstädter. Jetzt ist es Brian Henning am linken Fünfer-Eck. Das ging blitzschnell. Kann den Ball da aber nicht verarbeiten. Deswegen Marius Funk am Ball. Jetzt können die Ingolstädter schnell machen. Ball wird jetzt über die Mittellinie getrieben. Auf der rechten Seite geht der Ball ins Zentrum. Ja, Deichmann verliert dann den Ball am sehr starken Bogicevic. Also Topspiel heute. Ball jetzt Richtung Marseiler geschlagen auf die linke Seite. Zu ungenau. Ingolstadt im Ballbesitz. In der Viktoria-Hälfte jetzt auf der rechten Seite. Zwischen Mittellinie und Eckfahne. Jetzt zieh nach innen. Ball auf links raus. Das ist Seifert da im Spiel mit Kopacz. Ball jetzt 40 Meter vom Viktoria-Tor. Zentraler Position. Ingolstadt dribbelt an. Wie mit Fröde. Ball Richtung 16, aber zu ungenau. Wir stehen sicher. Masala jetzt auf der linken Seite, legt den Ball nochmal zu Niklas May und der schießt den Ball nach vorne Richtung Bogicevic, kann den Ball da nicht kriegen. Sie wieder hin und her nach fast 75 gespielten Minuten. Und Ingolstadt versucht das Spiel wieder von der rechten Seite aufzubauen. Sie treiben den Ball nach vorne. Fröde hat den Ball, macht einen Seitenwechsel auf den Spieler mit der 29, Kopacz. Kopacz hat hier den Ball, geht in die Nähe des Strafraums. Er wird direkt angegriffen von der linken Seite von den Viktorianern. Seifert hat den Ball, ist an der Außenlinie. Die Viktoria-Spieler gehen ihm entgegen. Der Spieler mit der Nummer 27 hat aber jetzt den Ball, Duka. Duka versucht den Ball in die Mitte zu schlagen. Dann ein ungefähr 40-Meter-Schuss auf das Tor von unserem Rauhut hinein. Das war ja fast ein Verzweiflungsschuss. Oder wie nennt man so etwas, wenn man aus 40 Metern und dann auch noch 5 Meter daneben schießt? Ja, also mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Ich meine, die Viktoria steht sicher. Daher versuchen sie es mal mit einem Distanzschuss. Ja, haben jetzt hier noch mit Nachspielzeit bestimmt 20 Minuten zu spielen. Ball jetzt bei Kevin Rauhut, der den Abstoß hoffentlich gleich ausführt. Nicht, dass er noch Geld bekommt wegen Spielverzögerung. Nein, Abstoß ausgeführt. Schiebt den Ball über die Mittellinie in die Ingolstädter Hälfte Richtung David Philipp. Kann den Ball dann nicht erreichen. Jetzt in Duka für Ingolstadt, schießt den Ball in die Viktoria-Hälfte. Da jetzt ein richtiges Ping-Pong hier an der Mittellinie am Ende hat. Ingolstadt den Ball, können den Ball auf rechts legen. Nein, da ist wieder Niklas May, wie oft der heute schon per Kopf geklärt hat, ist ja unglaublich. Jetzt Niklas May kann den Ball dann weiterführend nicht kriegen. Deswegen Ingolstadt auf rechts weiterhin am Ball. In der Viktoria-Hälfte legen den Ball ins Zentrum, aber da ist Brian Henning. Was ein Tackling, jetzt können unsere Viktoria vielleicht kontern mit David Philipp auf Höhe der Mittellinie wieder gehalten. Er ist aber noch am Ball. Jetzt halbrechte Position wird gelegt und das und gibt die nächste Karte. Gelbe das Karte geben, ja. Für Yannick Deichmann. Yannick Deichmann, ja. Also dieser David Philipp, was der heute abreißt, auch mit Brian Henning zusammen. Er ist heute sehr stark, ja. Also da, diese Technik hilft uns auch weiter, auch so diese Karten mal zu ziehen, weil und so flink auf den Beinen, da wissen sich die Spieler nur mit Fouls zu helfen. Oh, und jetzt gibt es einen Doppelwechsel beim FC Ingolstadt. Es kommt auf jeden Fall die Nummer 6, das ist Leon Guevara. Und es kommt Julian Kügel,
für Felix Keidel. Und wer geht noch raus? 76. Spielminute, Auswechslung bei unserem Seifert. Ingolstadt, das Spielfeld verlassen mit der Nummer 23, Moritz Seifert, mit der Nummer 43, Felix Keidel. Neu im Spiel mit der Nummer 6, Leon Guevara. Mit der Nummer 31. Positionsgetreue Wechsel. Guevara, Linksverteidiger und Kügel übernimmt den rechten Part auf der Doppel-6 bei den Ingolstädtern, die schon dreimal gewechselt haben jetzt. Wir schreiben die 77. Minute. Auf der linken Seite kommt jetzt die Victoria. Brian Henning versucht auf der linken Seite durchzugehen. Der Ball, der kommt auf Marcela. Marcela verliert hier den Ball. Die Ingolstädter bauen jetzt hier neu auf, aber durch ein Foul werden sie hier unterbrochen. Wir befinden uns ungefähr 15 Meter vom Mittelkreis entfernt. Freistoß für Ingolstadt. Der Ball, der wird getrieben von Juka. Juka gibt den Ball wieder zurück an den Torhüter Funk. Funk stoppt den Ball mit der rechten Seite. Er hat viel Zeit. Das soll uns sehr gelegen sein. Juka bekommt den Ball von dem Torhüter wieder angespielt. Er spielt ihn weiter zu dem Spieler, zu Guevara, der eben eingewechselt worden ist. Das Spiel wird ganz, ganz langsam aufgebaut. Daran, das ist für uns in Ordnung, Hendrik. Ja, oder was sagst du? Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. 78. Spielminute. Soeben angebrochen. Es steht weiterhin 1-0 für unsere Viktoria. Guevara jetzt für Ingolstadt am Ball. Schießt den Ball einfach mal nach vorne. Sehr uninspiriert, deswegen Kevin Rauhut jetzt am Ball. Und wir sehen, Kugel ist als Mittelstürmer reingekommen. Kugel ist Mittelstürmer. Und Kanuric auf die Sechserposition gerückt. Das ist noch als Nachtrag. Jetzt Ball auf die linke Seite zu Luka Masaila. Oh ja, nee, war nix. Ingolstadt spielt weiter. Dribbelt über die Mittellinie. Legen den Ball jetzt auf links raus. Zur Nummer 7, das ist Mause. Zieht jetzt nach innen. Am linken Strafraumeck befindet er sich schon. Versucht er den Doppelpass mit Kopac. Nicht funktioniert. Deswegen Ball von Viktoria nach vorne geschlagen. Und gleich ein Wechsel. Ja. Moritz Fritz wird kommen für Donny Vukicevic, der das Tor gemacht hat. Und bekommt hier natürlich den Applaus, den er auch verdient hat. Ja, hat ein tolles Spiel gemacht. Ihr habt das gerade alle gehört. Das war ein Applaus, den Vukicevic sich auch verdient hatte. Der Torschütze aus der 9. Minute. Nach wie vor 1-0 für unsere Viktoria. Wir schreiben die 79. Minute. Jetzt treiben die Ingolstädter den Ball wieder nach vorne. Der Ball, der wird über Duka nach vorne getragen. Nein, er findet keine Anspielstation, nimmt seinen Torhüter mit. Torhüter Marius Funk versucht das Spiel aufzubauen, kann es aber nicht aufbauen. Gibt es dann wieder auf die linke Seite. Dort verlieren sie den Ball und jetzt geht die Viktoria hier hinten durch. Oh. Es kann Masala durchdrehen. Masala geht allein auf den Torhüter zu, gibt den Ball zurück. Nein! Warum gibt er den Ball im 16-Meter-Raum nochmal zurück auf Philipp? Er hätte sich das alleine trauen müssen, aber er war uneigensinnig. Er hat lieber Philipp mitnehmen wollen. Das war hier die falsche Entscheidung. Es hätte das vorentscheidende 2-0 bedeutet für unsere Viktoria. Das war eine fast hundertprozentige Chance. Nach wie vor 1-0. Wir schreiben die 80. Minute hier im Höhenberger Sportpark. 1-0 für unsere Viktoria aus Köln. So sieht's aus. Und Nduka treibt für Ingolstadt den Ball jetzt nach vorne. Alle Viktorianer hinterm Ball. Ball immer noch in der Ingolstädter Hälfte. Was macht Nduka? Er legt da nochmal quer in der eigenen Hälfte. Überqueren jetzt die Mittellinie. Ball auf die linke Seite raus Richtung Guevara. Aber da kann Paco klären. Jetzt wieder auf der linken Seite das Kanuric. Zieht nach innen in der Viktoria-Hälfte. Legt den Ball Richtung Strafraum. Ball jetzt am linken Strafraum-Eck der Viktoria. Guevara mit der Flanke Richtung Elfmeterpunkt. Kann geklärt werden, aber da kann Kopac schießen mit dem Scherenschlag. Mit einem Scherenschlag. So nennt man es wohl. Aber genau, wo ging der Ball hin? Scherenschlag. Er wurde weit weggeschlagen, aber nicht ins Tor. Ja, ganz so Glück gehabt für uns. Und Abschlag von Torhüter Kevin Rauhut. Er legt den Ball an den 5-Meter-Raum an die rechte Seite. Wir schreiben die 81. Spielminute. Noch 9 reguläre Spielminuten. Wir schreiben mal vielleicht noch 5 Minuten Verlängerung dann dabei oder Nachspielzeit. Nach wie vor aber 1-0. Wir wollen schauen, was sich hier weiter abspielt. Die Viktoria versucht anzugreifen. Der Ball, der wird abgefangen von den Ingolstädtern. Der Spieler mit der Nummer 32, Simon Lorenz, der hier hinten das Spiel sehr, sehr stark von den Ingolstädtern dirigiert, hat den Ball, treibt ihn nach vorne, bekommt
Jetzt ist ungefähr an dem Mittelkreis. Nein, der Ball geht wieder auf Njuka. Njuka schiebt hinten den Spieler mit der Nummer 20, mit der Nummer 29. Kopacz ist dabei, trägt den Ball nach vorne. Auf der rechten Seite versucht Marcella durchzukommen. Aber hier ist Freistoß für die Ingolstädter. Genau. Die Ingolstädter auf der rechten Seite. Genau, Ingolstadt wird gleich auch nochmal wechseln. Mal gucken, ob das vor dem Freistoß passieren wird. Viktoria wird auch gleich wechseln. So sieht's aus. Aber es gibt erst den Freistoß hier noch. Zwischen Mittellinie und Eckfahne von der rechten Seite in der Viktoria-Hälfte für den FC Ingolstadt. Der Ball mit rechts vom Tor weggezogen. Ball jetzt in den Strafraum von Kanuric. Da ist Rauhut, kann den Ball fangen. Und begräbt den Ball unter sich. Sicher gemacht. Hat es jetzt natürlich auch nicht eilig. Und wirft den Ball dann rechts raus zu Paco. Der dribbelt nach vorne auf der rechten Seite. Kommt aber nicht so weit, weil Guevara an der Mittellinie ihn abfängt. Aber Ingolstadt zu ungenau. Hier mit Mause und deswegen Einwurf. Aber es gibt vorher Wechsel. Und zwar kommt Pascal Testrut für Ingolstadt. Volle Offensivpower. Mein Gott. Und Fröde geht raus. Also ist auf jeden Fall ein klarer Offensivwechsel. Pascal Testrot geht da vorne rein. Fröde, der Captain, geht raus. Ja, jetzt spielen sie hier mit vier Stürmern, ja. Das muss man mal der Wahnsinn sagen. Das jetzt wird hier hinten Höllenarbeit von der Viktoria kommen. Einwurf von der Viktoria über die rechte Seite, der direkt wieder abgefangen wird von Ingolstadt. Ingolstadt hat Torhüter Funk den Ball, treibt ihn auf die rechte Seite. Der Ball, der wird nach vorne getragen. Kommt zu Deichmann. Deichmann hat den Ball, gibt ihn auf die linke Seite auf Djuko. Djuko geht in den Mittelkreis, spielt hier weiter. Der Ball, der wird getragen auf Kopacz. Kopacz hat den Ball, geht auf die rechte Seite, geht immer weiter durch. Dort versucht der Spieler mit der Nummer 37 durchzukommen, schafft es aber nicht. Die Viktoria ist da Einwurf für die Ingolstädter. Von der rechten Seite ungefähr 16 Meter vom Strafraum entfernt, an der Strafraumecke wird der Ball eingeworfen. Der Ball, der wird eingeworfen, sehr weit, Kügel versucht ihn reinzuwerfen. Ist das auch wieder einer, der den Ball bis in weit in den Strafraum hinein, ja, wie das eben hier schon Hendrik sagt, ich glaube, die haben einen Einwurftrainer. Jeder der Spieler kann den Ball hier weit nach vorne einwerfen, aber der Ball, der wird abgefangen von der Viktoria, aber direkt wieder im Gegenzug sind die Viktoria-Spieler versuchen den Ball abzufangen, aber der Ball, der wird mit Hand gespielt. Freistoß ungefähr aus 27, 28, vielleicht auch 30 Metern für die Ingolstädter. Halblinke Position. Halblinke Position. Kanuric legt sich den Ball zurecht. Genau. Gleich wird noch Simon Handle kommen für Luca Masail, aber vorher dieser Freistoß. Ja, Kanuric und Guevara stehen da. Wer wird's machen? Ja, da muss der Schiedsrichter nochmal eingreifen. Da ist dichtes Gedränge an der 16er Kante. Diskussion mit Lorch. Ball wird jetzt aber gleich freigegeben. 85. Minute angebrochen. Jetzt Kanuric schießt den Ball Richtung rechtes Fünfer-Eck, aber abseits. Und Freistoß, super. Oder gehalten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Freistoß für unsere Viktoria. Und jetzt erstmal der Wechsel hier. Es kommt Simon Handle für Luca Masaila. Luca Masaila hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Im 1:1 war er klasse, er ist viel gelaufen. Standing Ovation gerade hier. Die Leute stehen auf der Tribüne auf. Schau dir das mal an, Hendrik, was hier gerade los ist. Klasse, den Applaus hast du dir heute auch verdient. Du hast dir die Lunge aus dem Hals gelaufen. Das war hervorragend. Und er kommt hier an die Außenlinie, klatscht dann auch Handler ab. Sie nehmen sich in den Arm, Olaf Janssen geht auf ihn zu, nimmt ihn auch in den Arm, nein, drückt ihn der Hand, doch drückt ihn feste. Das hast du klasse gemacht. Wir schreiben hier gleich die 86. Minute, nach wie vor 1:0 von der 9. Minute an von Bojicevic, der hier dann ein hervorragendes Tor gemacht hat. Noch circa 8 Minuten müssen wir überstehen, dann könnte es sein, dass wir in dem oberen Tabellendrittel stehen, aber davon wollen wir noch nicht reden. Jetzt Abschlag hinten von unserem Torhüter Rauhut, weit in die Hälfte von Ingolstadt. Ingolstadt fängt den Ball direkt ab, versuchen jetzt nach vorne.
zu spielen. Der Ball, der kommt auch nach vorne, aber wird hier nicht abgefangen. Der Spieler mit der Nummer 29 treibt den Ball nach vorne. Kopacz hat den Ball, aber wird jetzt abgefangen. Nein, wieder sind die Ingolstädter da. Sie gehen auf der linken Seite durch. Was machen sie hier? Die Viktorianer müssen dagegen. Henning ist da und kann den Ball abfangen. Wir befinden uns hier an dem Mittelkreis. Mittelkreis wird aufgebaut von den Ingolstädtern und der Ball, der wird wieder nach hinten gespielt. Die Ingolstädter versuchen jetzt hier ein absolutes Powerplay zu machen. Ja. Sie wollen hier in den letzten 3-4 Minuten das noch rausholen, was sie bis jetzt in 85 Minuten nicht geschafft haben. Sie haben bis jetzt es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Der Ball, der kommt jetzt in den Strafraum hinein. Der Kopfball, der kommt und der Ball geht über das Tor hinaus. Es bleibt hier beim 1:0 für unsere Viktoria aus Köln. Wir schreiben die 87. Minute. So sieht's aus. Jetzt nochmal der Abstoß hier von Kevin Rauhut. Ja, das müssen wir doch wohl übers Ziel bringen. Die letzten Minuten, Fans sind nochmal da. Ball auf links raus jetzt zu Mai Richtung Handle. Da im Duell mit Deichmann für der Mittellinie. Ingolstadt im Ballbesitz in der Viktoria-Hälfte. Können nochmal von hinten jetzt aufbauen. Duka. Ja, legt den Ball nach vorne zu Kopacz. Der jetzt 40 Meter vom Tor, halbrechte Position. Der Ball in den Strafraum flankt. Da ist Testroth, der schießt Schulz an. Und Henning jetzt im Laufduell mit Guevara. Wird angelaufen. Schlechter Ball von Duka. Jetzt kann die Viktoria vielleicht ja, nach vorne gehen mit Niklas May hier auf der linken Seite. Schießt den Ball links raus zu David Philipp. Der kann den Ball nicht erreichen. Ball jetzt bei Marius Funk. Ingolstädter Keeper, der zu Guevara. Der wird gut von Henning angelaufen. In der Ingolstädter Hälfte auf links. Und die Viktoria kann den Ball über Paco, der in der Ingolstädter Hälfte den Ball festmacht. Ja, Ball wird jetzt nach hinten gegeben von Moritz Fritz zu Schulz. Ball von Lorch jetzt zu Fritz. Das schönes Direktspiel jetzt hier. Schulz, ja, will Paco einsetzen, das sind Duka. War aber auch abseits. Ball nach vorne. Schiedsrichter lässt Vorteil nicht laufen. Wobei ich mir bei Abseits manchmal auch nicht sicher bin. Kann es ja einen Vorteil geben? Muss Abseits immer zwangsläufig abgepfiffen werden? Das sind so Fragen. Vielleicht nochmal checken sollte. Dafür haben wir den Schiedsrichter. Das, was der Schiedsrichter sagt, ist hier gesetzt. Ob das hier bei uns auf dem Platz ist oder ob das woanders ist. Wenn dann Schiri pfeift, dann hat der Schiri gepfiffen. So ist das ganz einfach. Und die Ingolstädter schreiben hier in der 88. Minute. Versuchen sie, das Spiel wieder anzutreiben. Versuchen, über die linke Seite hier zu kommen. Versuchen, die Viktorianer weiter zu bedrängen. Paco setzt sich hinten nicht gegen den Gegenspieler durch. Der Gegenspieler, der Ingolstädter, hat den Ball, treibt ihn jetzt nach vorne. Kaputt hat den Ball, aber da ist dann unser Spieler mit der Nummer 6, Russo da grätscht hinein. Einwurf ungefähr von der Eckfahne aus. Wieder einer der weiten Einwürfe, der hier kommen wird von unseren Gästen aus Ingolstadt. Genau, die jetzt nochmal hier in der 89. Spielminute mit dem weiten Einwurf Richtung Elfmeterpunkt. Kann geklärt werden. Das ist Handle, der schießt den Ball mal nach vorne. David Philipp da im Laufduell mit dem Ingolstadter. Jetzt der Ball aber wieder bei Funk. Der Ingolstädter Keeper, ja, die Ingolstädter jetzt fast alle in der Viktoria-Hälfte. Versuchen hier nochmal alles auszupacken. Jetzt mit dem weiten Ball Richtung, ja, auf die linke Seite. Ball jetzt nochmal in den Strafraum geflankt, wird abgefälscht. Und da ist Kevin Rauhut. Vielleicht wird es hier nochmal einen Wechsel geben. Sochu Hong steht da schon parat, wird wohl für David Philipp reinkommen. Aber das dauert hier noch ein bisschen, Rauhut noch am Ball. 90. Spielminute bricht in wenigen Sekunden an. Jetzt weiter Abschlag von Kevin Rauhut. Und da ist auf der Höhe der Mittellinie Ingolstadt am Ball. Schießt den Ball nochmal nach vorne. Ja, das ist Niklas May, schießt den Ball nach vorne. Stark. Ja, sie versuchen den Ball abzufangen. Es ist hier wirklich gerade das Spiel auf ein Tor. Obwohl wir hier keine hundertprozentige Chance von den Ingolstädtern sehen. Der Ball, der wird wieder nach vorne getragen. Der Ball, der wird in den Strafraum hineingeflankt. Die Viktorianer versuchen den Ball abzufangen, schaffen es. Der Ball wird nach vorne geschossen. Auf der linken Seite hat Nung wieder den Ball, nimmt hinten seinen Torhüter Funk mit. Funk spielt hier seinen eigenen Mitspieler an. Versucht den Ball jetzt nach vorne zu bringen. Das ist Cuvitnovic, der den Ball nach vorne trägt und ja, ist unser Torhüter Rauhut im 16-Meter-Raum, fast an der 16-Meter-Linie fliegt er doch, fängt den Ball mit beiden Händen ab. Wunderbar, nach wie vor, wir schreiben hier die 90. Minute, 1:0 nach wie vor seit der 9. Minute für unsere Viktoria, die hier im Höhenberg führt. Jetzt muss geguckt werden. Jetzt greift 1:1. Philipp ist alleine, geht in den Strafraum hinein, versucht sich durchzusetzen, zieht ab und der Ball, der geht neben das Tor. Er versuchte sich gegen vier Leute durchzusetzen, aber das ist natürlich Zeit. Und jetzt wird Philipp hier ausgewechselt. Philipp hat es gerade auch noch geschafft,
eine Ecke rausholen. Das ist für uns hervorragend, das ist klasse. Das ist eine super tolle Leistung, die ja auch Philipp gebracht hat, der hier wohl gleich auch gegen Honk ausgewechselt wird. Da sagt es schon unser Stadionsprecher. Wir schreiben die 90. Minute. 10 Minuten Nachspielzeit. Bitte 7 Minuten. 4. 4 Minuten. 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten müssen wir hier im Höhenberger Sportpark noch überstehen, damit wir hier das 1:0 über die Runden bekommen. Werden wir das schaffen? Wir wollen es hoffen, dass wir das hier heute schaffen. Dann befindet sich Viktoria auf einem sensationellen dritten Platz in der dritten Liga. Aber so weit ist es noch nicht. Wir müssen hier noch 4 Minuten ausharren. Da vorne an der Eckfahne versucht jetzt Capo sich durchzusetzen. Freistoß hier jetzt an der Eckfahne für die Ingolstädter. Die Ingolstädter versuchen jetzt natürlich Tempo zu machen. Sie versuchen es ganz schnell zu machen, weil sie wollen hier aus dem 0:1 noch das 1:1 machen, weil das wäre die erste Niederlage nach 3 Spielen, die sie haben. Genau, jetzt erstmal hier, Viktoria kann den Ball festmachen dafür. Der Mittellinie mit Paco schickt den Ball, will den Ball rechts rausschießen zu Henning, holt er den Einwurf raus. Na, der Mittellinie von der rechten Seite, Paco jetzt mit dem Einwurf. Wir sind in der 2. Minute Nachspielzeit von 4 angezeigten. Jetzt Paco mit dem weiten Einwurf hier nochmal links raus Richtung Sotschu. Hong kann sich da nicht durchsetzen. Jetzt Ingolstadt aber mit dem Verzweiflungsschlag nach vorne. Da ist aber Stefano Russo in der Ingolstädter Hälfte. Ja, Ingolstadt kann den Ball aber wieder festmachen. Luca jetzt legt den Ball auf rechts raus. Ball wird nach halb links geschlagen. Die Viktoria-Hälfte wird weitergeleitet. Da ist aber Michael Schulz, der den Ball klären kann. Erstmal, wir sind immer noch in der Viktoria-Hälfte. Jetzt dribbelt nochmal Kopacz an hier für Ingolstadt, legt den Ball ins Zentrum zu. Nduka legt den Ball nochmal links raus, aber da kann Michael Schulz klären, fantastisch. Trotzdem Ingolstadt im Ballbesitz, Powerplay hier. Testrot jetzt, Richtung 16 nah, aber dann geklärt von Moritz Fritz. Moritz Fritz schlägt den Ball auf die rechte Seite, das ist ein Befreiungsschlag. Natürlich, wir müssen uns hinten befreien. Es steht nach wie vor 1:0 für unsere Viktoria hier im Höhenberger Sportpark. Es ist ein Powerplay, was hier die Ingolstädter versuchen zu machen. Ein weiter Ball in den Strafraum hinein. Da ist der Kopf von Lorsch. Lorsch kann den Ball abfangen. Jetzt hat Hantl den Ball, kann ihn hinten ganz ruhig festhalten. Auf der linken Seite wird der Ball nach vorne geschlagen. Hong bekommt den Ball in der Hälfte von den Ingolstädtern. Der Ball, der müsste jetzt nach vorne getragen werden. Aber Russo hat ihn wieder. Gibt ihn Hong zurück. Der Ball, der geht ins Außen ein. Die Viktoria behält den Ball. Jetzt Einwurf für Ingolstadt. Wir schreiben jetzt die 4. Minute der Nachspielzeit. Es sind noch ungefähr 50 Sekunden. Kann es die Viktoria schaffen? Hier das 1:0 über die Runden. Die Leute hier stehen schon langsam auf der Tribüne. Sie pfeifen. Sie wollen hier dieses 1:0 abschließen haben. Sie möchten gerne hier den Sieg für die Viktoria haben. Jetzt geht Brian Henning auf der linken Seite. Geht er durch. Er versucht jetzt Hong zu schicken. Hong geht auf der linken Seite durch. Treibt den Ball nach innen. Müsste auf der rechten Seite Handler anspielen. Handler bekommt den Ball. Könnte jetzt auf der rechten Seite Paco anspielen. Paco bekommt den Ball nicht. Oh, was war das denn jetzt hier? Die Ingolstädter können den Ball wieder abfangen. Sie versuchen jetzt hier mit dem Spieler, mit der Nummer 37 wieder den Konter zu fahren. Jong geht auf der rechten Seite durch. Die Ingolstädter gehen immer weiter, immer näher in den Strafraum von Viktoria Köln. Der Ball wird wieder abgefangen. Klasse. Die Viktoria kann den Ball hinten rausschlagen. Wir schreiben jetzt noch 10 Sekunden, müsste sein. Der Schiedsrichter, der schaut auf die Uhr. Er soll doch bitte dieses Spiel hier abweifen. Wir brauchen dieses 1:0. Er nimmt sich jetzt langsam den Arm hoch. Aber die Ingolstädter treiben den Ball immer noch nach vorn. Und er nimmt die Pfeife. Und ja, wir haben es geschafft. Hendrik, das ist hervorragend. Ja. 1:0. Felix, das war ein Kampfspiel heute. Ich sehe unter mir gerade Olaf Janssen, wie er Philipp umarmt, wie er hier seine Mitspieler umarmt. Das ist hervorragend, ein 1:0-Sieg für unsere Viktoria hier im Höhenberger Sportpark. In der 9. Minute wurde das Tor geschossen und zurzeit befinden wir uns, wenn alle Spielstände so bleiben, wie sie gerade sind, befinden wir uns auf dem 3. Tabellenplatz. Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Tolles Spiel hier. Wir gewinnen mit 1:0 und klettern in der Tabelle weiter nach oben. Und ja, das war wirklich tolles Spiel. Wichtiger Sieg für uns. Wichtiger Sieg. Wieder ein Heimsieg, der 2. Heimsieg in Folge. Ganz, ganz hervorragend. Hendrik, wir haben ja ein Spiel gerade gesehen, das war ein Kampfspiel. Ich muss hier für mich sagen, ich habe ja auch volle Emotionen bei den Spielern mitbekommen. Ich habe sie bei dir mitbekommen, ja. Ich habe sie bei Felix, wie der uns immer die Sachen hier zugereicht hat. Das war einfach toll, das macht Spaß, so etwas mitzubekommen.
die Zwischenergebnisse könnte ich jetzt euch noch allen hier mitteilen. Ferl führt zurzeit gegen Bielefeld mit 3:1. Ulm führt gegen 1860 mit 1:0. Hier unsere Viktoria hat 1:0 gegen Ingolstadt gewonnen. Der Freiburger FC liegt 0:2 gegen Sandhausen zurück. Und Saarbrücken mit 0:1 gegen Lübeck. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass dort die Spiele endlich abgepfiffen werden, damit wir hier das bestätigen können, dass wir uns auf dem dritten Platz befinden, Hendrik. So sieht's aus. Das wäre natürlich toll. Und ja, wir danken allen Personen, die uns heute zugehört haben. Es hat mir unheimlich viel Spaß mit dir gemacht, Klaus. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass ja jede Reportage von uns auf YouTube hochgeladen wird, auf unserem YouTube-Kanal Fußballradio Schelsick. Und wir haben auch einen eigenen Radiosender, laut.fm/Fußballradio eingeben. Dann findet ihr uns Fußballradio mit V geschrieben und da könnt ihr 24 Stunden am Tag Viktoria Köln 24 hören. Oh, jetzt aber, Hendrik, reicht es für uns auch hier diese anderthalb oder ein Dreiviertel Stunden als Reporter sein zu dürfen. Das war ein wirklich spannendes Spiel, was wir hier reportieren durften. Hendrik, ich sage dir einfach zuerst mal Dankeschön, dass ich das mit dir gemacht habe. Das war das erste Mal. Es hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht, mit dir hier das Spiel zu reportieren. Und natürlich hier durch unseren Felix, der ja uns die ganze Zeit hier mit Sachen bedient hat, die einfach nur immer klasse sind. So sieht's aus. Klaus, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke Felix, danke Klaus, danke an euch alle und macht's gut. Genau, und vielleicht noch zum Abschluss, damit ihr das alle noch einen kleinen Einblick bekommt. Am Mittelkreis steht gerade unsere Viktoria mit Betreuern, mit Betreuerinnen, mit allen Spielern, mit unserem Maskottchen zusammen. Dort sagt Olaf Jansen ein paar warme Worte, das ist wohl klasse. Und die gegnerische Mannschaft von Ingolstadt ist auf die gegnerische Seite gegangen, wo sich auch nur vielleicht 40, 50 Zuschauer befinden und bedankt sich auch bei den eigenen Zuschauern. Also wie die sich bedanken, wie sich die Viktoria-Leute untereinander bedanken, bedanke ich mich bei dir noch einmal, Hendrik. Ich bedanke mich bei Felix und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Und jetzt sagen wir, madet jod, noch einen schönen Feiertagsabend. Bis zum nächsten Mal, oder? Macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss.